Die Sommerferien. Guten Morgen, Dieter. Morgen, Günther. Sag mal, hast du Erich gesehen? Ja, gestern Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Gestern Abend ist er mit seinen Eltern in die Ferien nach Italien gefahren. Wer ist denn noch hier in München? Keiner. Zwei sind nach Italien gefahren, drei sind in Jugoslawien, sechs in der Schweiz und die anderen, ja, das weiß ich nicht. Das ist ja heiter. Ausgerechnet wir müssen in München bleiben. Aber mein Vater kann sein Geschäft nicht zumachen. Tja, und wir haben das neue Haus gekauft. Die Ferien müssen also ausfallen. Hey, Günther, wo steckst du denn? Telefon für dich. Dieter, hör mal zu. Mein Vetter Ernst hat mir einen Vorschlag gemacht. Er hat sich einen VW gekauft. Am Dienstag fährt er nach Luzern und wir können mitfahren. Nur das Benzin müssen wir bezahlen. Nicht schlecht. Wie viel Geld hast du denn? Eigentlich habe ich kein Geld. Die 100 Mark muss ich aber zusammenbringen. Warum gerade 100 Mark? Ganz einfach. München, Luzern und zurück sind ungefähr 800 Kilometer. Der VW braucht 10 Liter auf 100 Kilometer. Für einen Liter habe ich 60 Pfennig gerechnet. Macht für jeden 24 Mark. Der Rest ist für Essen und Schlafen. Ja, ungefähr 100 Mark habe ich noch auf der Bank. Vielleicht kann ich die nehmen. Auf Wiedersehen, Günther. Dieter hat es plötzlich eilig. Er will sofort seinen Vater fragen. Eine Stunde später ist Dieter wieder bei Günther. Na, Dieter, was haben deine Eltern gesagt? Ich habe meinen Vater noch nicht gefragt. Er hat noch keine Zeit gehabt. Meine Eltern haben sofort Ja gesagt. Sie brauchen ja auch nichts zu bezahlen. Ich muss nur länger auf mein neues Fahrrad warten. Mein Vater sagt bestimmt auch Ja. Ich habe ihm viel im Geschäft geholfen. Vielleicht gibt er mir sogar Geld dafür. Sieh mal, dein Vater ist gerade allein im Geschäft. Dann spreche ich gleich mit ihm. Wartest du hier? Klar, mach's gut. Nach einer Viertelstunde kommt Günther endlich wieder auf die Straße. Wo bleibst du denn? Was hat er gesagt? Erst hat er meine Mutter angerufen. Und dann hat er mit deinem Vater gesprochen. Schließlich hat er dann Ja gesagt. Und ich habe sogar 50 Mark bekommen. Prima. Sag mal, können wir deinen Vetter besuchen? Ich möchte gerne seinen neuen Wagen sehen. Ja, warum nicht? Er wohnt in der... Wie heißt eigentlich die kleine Straße hinter dem Rathaus? Das weiß ich auch nicht. Hauptsache, du weißt den Weg. Hier ist es. Er wohnt im zweiten Stock. Du, siehst du den alten VW dort? Ist das etwa der Wagen von Ernst? Bestimmt nicht. Er hat sich doch einen neuen Wagen gekauft. Aber gerade der VW hat ein neues Nummernschild. Sicher ist das sein Wagen. Das glaube ich nicht. Mit so einem alten Kasten können wir doch nicht in die Schweiz fahren. Besser schlecht gefahren als gut gegangen. Die beiden Jungen sind die Treppe hinaufgegangen und haben an der Tür geklingelt. Ernst hat aufgemacht und sie sind in sein Zimmer gegangen. Na, dürft ihr mitfahren? Natürlich. Wann fahren wir ab? Ich möchte am Dienstagmorgen fahren. So etwa um 6:30. Müssen wir wirklich nur das Benzin bezahlen? Ihr müsst auch noch euer Essen bezahlen. Aber das ist alles. Übrigens, habt ihr meinen neuen Wagen gesehen? Ist das der rostige VW vor der Haustür? Seid bloß still. Ich kann auch alleine fahren. Und wer zahlt dann das Benzin? Auf dem Campingplatz. Wir sind auf dem Campingplatz von Luzern. Dieter sitzt vor dem Zelt. Er hat Brötchen geholt und einen guten Kaffee gekocht. Jetzt kommt auch Günther aus dem Zelt. Na endlich. Hast du gut geschlafen? Ja, wie spät ist es denn? Es ist 8:45, du Schlafmütze. Und wo ist mein lieber Vetter? Er hat schon eine hübsche Freundin gefunden. Sie sind ins Strandbad gegangen. Du, ich muss mir eine neue Badehose kaufen. Ich habe natürlich meine alte vergessen. Mensch,
Wie kann man nur seine Badehose vergessen? Ich habe wenigstens nur meine Zahnbürste vergessen. Nach dem Frühstück bummeln die beiden Jungen über den Campingplatz. Sieh mal, da hinten gibt's Boote. Ich hab's. Wir nehmen uns ein kleines Ruderboot und fahren zum Strandbad. Vielleicht können wir Ernst dort finden. Keine schlechte Idee. Ich muss aber erst einkaufen. Komm, was brauchen wir alles? Ich brauche einen neuen Film. Und eine neue Zahnbürste, oder? Ach, die blöde Bürste. Hier kann man wirklich alles bekommen. Lebensmittel, Kleider, Bücher, Zeitungen, Filme und Postkarten. Siehst du die blaue Badehose dort? Die kostet nur 7 Franken. Die nehme ich. Was möchten Sie bitte? Die Badehose dort zu 7 Franken. Eine Zahnbürste und einen Film 24x36 mm. Sonst noch was? Ja, bitte noch diese Ansichtskarten. Haben Sie auch Briefmarken? Ja, das macht 10 Franken 80 zusammen, bitte. Dann sind die beiden Jungen zum Steg gegangen. Jetzt fragen sie nach einem Boot. Guten Morgen. Bitte können wir ein kleines Ruderboot haben? Nur für 2 Stunden. Ja, aber ihr müsst noch ein paar Minuten warten. Da kommt gerade ein Boot zurück. Das könnt ihr dann haben. Sollen wir gleich bezahlen? Nein, das müsst ihr nachher tun. Zieht lieber eure schmutzigen Schuhe aus. Mit solchen Schuhen kommt ihr nicht in meine sauberen Boote. Fünf Minuten später steigen die Jungen in ein kleines Ruderboot und fahren in Richtung Strandbad. Unterwegs springen sie immer wieder ins Wasser, denn es ist heute sehr heiß. Schau mal, Dieter, siehst du das große helle Boot da hinten? Sitzt da nicht Ernst drin? Wo siehst du ihn denn? Ich kann nur 2 Mädchen erkennen. Im Moment kannst du ihn nicht sehen. Er sitzt hinter dem blonden Mädchen. Komm, wir fahren mal hin. Guten Morgen. Ausgeschlafen? Angeber. Sonst schläfst du immer am längsten. Möchtest du uns nicht wenigstens vorstellen? Aber gern. Das sind Günther und Dieter. Und das sind 2 Studentinnen aus Köln. Inge besucht ihren Onkel und Monika begleitet sie. Jungs, Inge hat mir einen interessanten Vorschlag gemacht. Ja, Monika und ich fahren morgen nach Lugano. Wir haben schon die Fahrkarten für den Zug gekauft. Aber wir können natürlich auch mit dem Auto fahren. Dann bezahlen wir euch das Benzin und ihr fahrt umsonst. Keine schlechte Idee. Unfall auf der Bergstraße. Am Freitagmorgen haben die 5 jungen Leute den Campingplatz verlassen. Sie sind den ganzen Vormittag am See entlang gefahren. Unterwegs haben sie oft angehalten, um die schönsten Stellen zu fotografieren. Inzwischen ist es 11:45 und sie fahren eben durch eine kleine Stadt. Hier wollen sie essen. Sie haben unterwegs schon Brot, Butter und Käse gekauft und wollen sich noch ein paar Flaschen Cola besorgen. Nach einer kurzen Rast geht es bergauf in Richtung Gotthardpass. Ernst, fahr doch nicht so schnell. Nur keine Angst, wir fahren ja gar nicht schnell. Doch, schau doch mal nach rechts, da geht's steil runter. Wir haben doch Zeit. Achtung, Ernst, hinter uns kommt ein schneller Wagen. Der Fahrer ist wohl verrückt, er will dich überholen. Den habe ich längst gesehen. Der Fahrer ist gar nicht verrückt. Er hat eben nur einen guten Wagen. Das stimmt. Und fahren kann er auch. Das kann ich auch. Ihr dürft nur nicht immer meckern. Pass lieber auf und lass den BMW vorbei. Achtung, da vorne ist etwas passiert. Was denn? Ein Lastwagen ist gegen einen Bus gefahren, glaube ich. Warum stehen die Männer am Straßenrand? Ist jemand in die Schlucht gestürzt? Oh Gott, der schwarze BMW. Dieter, wir müssen die anderen Fahrer warnen. Lauf bis hinter die Kurve zurück und halte die Autos an. Sonst passiert noch mehr. Mach schnell!
Was ist denn passiert? Das wissen wir noch nicht. Ich bin gegen den Bus gefahren. Er hat eine Beule abbekommen. Das war alles. Aber dann ist plötzlich ein BMW aus der Kurve gekommen. Er ist viel zu schnell gefahren. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen und so ist der Wagen in die Schlucht gestürzt. Ist dem Fahrer was passiert? Keine Ahnung. Wir müssen sofort runterklettern. Aber der Abhang ist viel zu steil. Hier können wir nicht runter. Hoffentlich lebt er noch. Inzwischen sind noch mehr Leute gekommen. Einer hat bei der Bergfahrt ein Notruftelefon an der Straße gesehen. Er fährt zurück und holt Polizei und Krankenwagen. Inzwischen versuchen die anderen, dem Verunglückten zu helfen. Günther, wir müssen bis zu der großen Kurve zurückgehen. Dort ist der Abhang nicht so steil wie hier. Hast du einen Verbandskasten? Ja, natürlich. Links unter dem Rücksitz liegt er. Günther holt den Verbandskasten. Dann versuchen die beiden Jungen, den verunglückten Wagen zu erreichen. Einige Minuten später erreichen sie den verunglückten BMW. Es riecht nach Benzin. Der Fahrer sitzt noch im Wagen. Er ist bewusstlos, aber er lebt noch. Vorsichtig heben Ernst und Günther den Verletzten aus dem Wagen und legen ihn ins Gras. Inzwischen ist auch der Krankenwagen gekommen. Ein Arzt steigt herunter und versorgt den Verletzten. Die beiden Jungen klettern wortlos wieder den Abhang hinauf. Günther meint nur noch: Je schneller der Fahrer, je kürzer der Weg in den Himmel. Ein Stadtbummel in Lugano. Monika, siehst du die Tasche dort? Ja, die ist sehr schön. Ich habe in München so eine Tasche gesehen. Dort war sie viel teurer. Natürlich. Lederwaren sind hier billiger als zu Hause. Willst du die Tasche kaufen? Warte doch lieber. In einem anderen Geschäft gibt's vielleicht noch schönere Taschen. Hier ist ein Schuhgeschäft. Ich kaufe mir ein paar leichte Schuhe. Kauf dir doch ein paar Sandalen. Die sind am billigsten. Nein, Sandalen mag ich nicht. Wie findet ihr die braunen Schuhe dort links? Die schwarzen sind viel eleganter. Warte doch, Ernst. Die Auswahl ist hier zu klein. Geh doch lieber in ein größeres Geschäft. Jetzt bin ich schon wieder hungrig. Dort drüben sind zwei Restaurants. Schauen wir uns doch einmal die Karten an. Wo ist man am billigsten? Das kleinere Restaurant ist das billigere. Gut, gehen wir rein. Monika, du hast doch einen Stadtplan. Sollen wir den kürzesten Weg zum Auto gehen oder möchtet ihr noch weiter bummeln? Ich kann nicht mehr. Es wird immer heißer und meine Füße brennen schon. Fahren wir doch lieber mit dem Bus. Nein, wartet hier. Ich hole das Auto. Eine Überraschung. Der Tag ist fast zu Ende. Die Sonne geht gerade unter und die Temperatur wird langsam angenehmer. Günther und Dieter haben den ganzen Nachmittag in Lugano verbracht. Jetzt sind sie zum Campingplatz zurückgefahren. Endlich wird es kühler. Schön, nicht wahr? Ach ja, diese Hitze ist fast unerträglich. Aber morgen wird es vielleicht noch schlimmer. Wie kommst du darauf? Ich habe am Kiosk eine deutsche Zeitung gesehen. Der Wetterbericht kündigt eine Hitzewelle an. Meine Güte, dann können wir auf dem Wagen Spiegeleier braten. Machen wir noch eine Runde über den Platz? Ja, warum nicht? Der Platz ist jetzt voll besetzt. Zelte und Wohnwagen stehen dicht nebeneinander. Und überall wimmelt es von Menschen. Man unterhält sich, raucht, isst, liest Zeitungen, kocht, spielt und vor allem, man freut sich über das gute Wetter. Die beiden Jungen schlendern langsam an den Autos vorbei. Plötzlich macht Günther Halt. Hey Dieter, das ist doch der Wagen von Erichs Vater. Dann muss Erich auch hier sein. Ja, aber wo? Hier sind ja tausende von Menschen. Wir finden ihn nie. Ach Quatsch, du kennst doch hier einen Wohnwagen. Den finden wir sicher schnell. Hier sind doch kaum 100 Wohnwagen.
Naja, wir können es ja probieren. Und Günther hat recht. Nicht weit vom Kiosk steht der Wohnwagen. Erich und seine Eltern sitzen gerade beim Abendessen. Sie laden Günther und Dieter ein. Nach dem Essen spülen die Jungen das Geschirr, während Herr und Frau Hartmann Kaffee trinken. Wie seid ihr denn nach Lugano gekommen? Vorigen Freitag habt ihr doch noch keine Reisepläne gehabt. Wir sind mit meinem Vetter gefahren. Er wollte eigentlich nur nach Luzern. Aber dort hat er zwei Studentinnen aus Köln getroffen. Die wollten nach Lugano. Deshalb sind wir jetzt hier. Seid ihr über den Gotthard gefahren? Ja, vorgestern. Da ist doch vorgestern jemand verunglückt. Habt ihr den Wagen gesehen? Ja, der Fahrer hat wirklich Glück gehabt. Er ist wahnsinnig schnell gefahren. Natürlich ist er schnell gefahren. Wisst ihr aber auch warum? 2 Stunden vorher hat er eine Bank in Zürich beraubt. Die Polizisten haben später in seinem Wagen 200.000 Franken gefunden. Woher weißt du denn das? Ich habe es in der Zeitung gelesen. Habt ihr die Zeitung noch? Die ist sicher noch da. Ihr könnt sie gerne haben. Günther liest in der Neuen Zürcher Zeitung. Walter Hahn, ein 25-jähriger Bankräuber aus Basel, ärgert sich. Gestern hat er 12:02 eine Bank in Zürich beraubt und ist dann mit 200.000 Franken spurlos verschwunden. 2 Stunden später ist er 10 Kilometer südlich von Andermatt mit seinem Wagen in eine Schlucht gestürzt. Jetzt liegt Walter Hahn mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus und vor seiner Tür sitzen Tag und Nacht Polizisten. In dem abgestürzten Wagen hat die Polizei von Andermatt die 200.000 Franken gefunden. Unser Reporter Friedrich Weber hat gestern mit dem Bankdirektor gesprochen. Herr Direktor, wie konnte das passieren? Das ist alles sehr schnell gegangen. 12:05 hat mein Telefon geklingelt. Ich habe den Hörer abgenommen und mich gemeldet. Ein Mann fragt mich, sind Sie der Herr Direktor? Ich antworte, ja. Darauf fragt er weiter, sehen Sie die Flasche auf der Fensterbank im Schalterraum? Wie bitte? Wer sind Sie denn? Was wollen Sie überhaupt? Er fragt nochmals, Ihre Tür ist doch offen, nicht wahr? Sehen Sie die Flasche denn nicht? Sehen Sie doch mal auf der Fensterbank nach, aber lassen Sie die Flasche stehen. Ich lege den Hörer auf den Schreibtisch und sehe nach. Es stimmt. Auf der Fensterbank steht wirklich eine Flasche. Ich nehme den Hörer wieder auf. Ja, Sie haben recht, dort steht wirklich eine Flasche. Gut, in der Flasche ist Nitroglycerin, ein gefährlicher Sprengstoff. In genau 3 Minuten schießen meine Kameraden die Flasche kaputt. Und dann gibt's keine Bank und keinen Direktor mehr. Verstehen Sie? Natürlich habe ich ihm nicht geglaubt. Ich sage, lassen Sie mich in Ruhe, sonst rufe ich die Polizei. Schauen Sie mal zum Fenster hinaus, Herr Direktor. Im Haus gegenüber, im 2. Stock, steht ein Mann mit einem Gewehr. Sehen Sie ihn? Er schießt in 2 Minuten. Die Zeit läuft schnell, nicht wahr, Herr Direktor? Ich sehe den Mann tatsächlich. Was tun? 2 Minuten sind kurz. Was wollen Sie eigentlich von mir? Wir brauchen 200.000 Franken. Sie nehmen das Geld und legen es in einen großen gelben Briefumschlag. Dann verlassen Sie die Bank und gehen in Richtung Bahnhof. Sie bleiben immer auf dem rechten Bürgersteig. Und Sie brauchen die Polizei nicht anzurufen. Sie haben nämlich jetzt noch genau 55 Sekunden Zeit. 50 Sekunden später war ich unterwegs. Der Mann im 2. Stock war immer noch da. Ich gehe etwa 300 Meter, dann gibt mir plötzlich jemand einen Stoß und ich falle hin. Der Briefumschlag ist natürlich weg. Den Räuber habe ich überhaupt nicht gesehen. Unser Reporter hat auch noch mit Kommissar Kunz gesprochen. Herr Kommissar, ist der Fall jetzt völlig aufgeklärt? Ja, das kann man sagen. Ich habe eben mit dem jungen Mann gesprochen. Ist er schwer verletzt? Nein, er hat Glück gehabt. Eine Gehirnerschütterung, das ist alles. Wie haben die Verbrecher gearbeitet? Walter Hahn hat allein gearbeitet. Aber der Direktor hat doch einen Mann im 2. Stock gesehen. Und das Gewehr. Das war kein Mann, sondern nur ein Luftballon. Und das Gewehr war ein Spazierstock. Dann hat Hahn also die Flasche selbst auf die Fensterbank gestellt. Ja, kurz vorher war er in der Bank. Und übrigens, in der Flasche war nur Wasser. Und dann hat er den Direktor angerufen.
Ja, aus einer Telefonzelle, 50 Meter von der Bank. Ach so. Jetzt noch eine Frage. Wie konnte er später spurlos von der Straße verschwinden? Sehr einfach. Durch den Keller von Haus Nummer 68. So kam er in die Wilhelm-Tell-Straße. Dort ist er in seinen Wagen gestiegen und in Richtung Süden gefahren. Ein Telefongespräch. Guten Morgen, Günther. Du, ich habe Besuch aus den Vereinigten Staaten bekommen. Wen denn? Er heißt John Brown. Er ist mit seinem älteren Bruder nach Deutschland gekommen und bleibt eine Woche bei mir. Wohnt sein Bruder auch bei euch? Nein, der ist gestern nach Düsseldorf weitergeflogen, um mit einer deutschen Firma zu verhandeln. Er ist Geschäftsmann. Warum sind sie denn zu euch gekommen? Sind es Verwandte? Nein, aber ihr Vater ist ein alter Freund von meinem Vater. Ach so. John und ich gehen heute Abend ins Kino. Renate kommt auch mit. Was wollt ihr euch denn ansehen? Den neuen Raumfahrtfilm im Tivoli. Dort läuft doch ein englischer Krimi. Nein, der Raumfahrtfilm läuft schon seit dem 12. Ich habe es eben im neuesten Programm gelesen. Dann wird's wohl stimmen. Ich komme selbstverständlich mit. Wo treffen wir uns? Bei dir? Nein, wir essen bei meiner älteren Schwester zu Abend. Sie wohnt gegenüber vom Kino. Treffen wir uns doch um 7:45 vor dem Kino. Gut, ich fahre mit der Straßenbahn zum Bahnhof. Wir kaufen dann schon die Eintrittskarten. Aber komm nicht zu spät. Nein, nein. Also bis nachher. Wiedersehen. Im Café. Nach der Vorstellung schlendern Renate und die Jungen durch die Straßen. Ab und zu bleiben sie stehen, um sich ein Schaufenster anzusehen. Das Wetter ist heute Abend sehr angenehm. Es ist nicht zu kalt und nicht zu heiß. Und überall wimmelt es von Menschen. Vor einem Straßencafé treffen sie Ursula und Christel. Hallo. Guten Abend. Darf ich vorstellen? John Brown aus Amerika. Ursula und Christel. Wir sind Klassenkameraden. Und John ist bei Dieter zu Besuch. Guten Abend. Guten Abend. Sie kommen aus Amerika? Seit wann sind Sie denn hier in München? Ach, sagen wir doch du. Gerne. Also, seit wann bist du hier in München? Erst seit 24 Stunden. Aber ich bleibe noch eine Woche hier. Du sprichst ja fließend Deutsch. Bist du früher schon mal in Deutschland gewesen? Nein, ich bin zum ersten Mal hier. Aber wir stammen tatsächlich aus Deutschland. Meine Eltern sind in Deutschland geboren. Und zu Hause sprechen wir oft Deutsch. Also, was machen wir jetzt? Setzen wir uns rein und essen ein Eis? Eine gute Idee. Das heißt, wenn du Geld hast. Ich habe nur noch 80 Pfennig für die Straßenbahn. Klar. Ich habe heute 3 Autos gewaschen und 15 Mark kassiert. Kommt nicht in Frage. Heute zahle ich. Na schön. Das Eis ist prima. Noch eine Portion? Danke, lieber Kaffee. Okay. Fräulein, bitte 6 Kaffee. Im Café sind fast alle Tische besetzt. Und man hört viele Sprachen durcheinander. Ich glaube, ihr 5 seid die einzigen Münchner hier. Das glaube ich nun wieder nicht. Aber die meisten hier sind wohl Ausländer. Im Sommer gibt's immer viele Touristen in München. Und dann haben wir ja auch ausländische Studenten und Gastarbeiter. Gastarbeiter? Ja, viele tausend Griechen, Türken, Italiener und Spanier arbeiten hier. Und die Münchner? Was machen die denn? Sind die alle verreist? Im Gegenteil. Die sitzen zu Hause und sehen fern. Wenigstens die Männer. Was gibt's denn im Fernsehen? Fußball. Ein Länderspiel, glaube ich. Was? Und das sagst du erst jetzt? Du meine Güte. Es ist schon 12. Ich muss nach Hause. Hoffentlich gibt's Krach. Wasser und Brot und kein Fernsehen für 2 Wochen. Freundlich wie immer. Also John, es war furchtbar nett von dir. Vielen Dank. Jetzt muss ich aber gehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Vielleicht, ich meine, sehen wir uns wieder. Gern. Du kannst mich ja anrufen. 179103. Schön, das tue ich. Dann gehen wir alle tanzen. Übung A. Im Café. Bitte schön. Was möchtest du, Inge? Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee, Fräulein. Mit Milch. Gern. Und für Sie? 2 Kaffee, bitte. Portionen oder Tassen? 2 Tassen, bitte. Also 2 Tassen Kaffee und ein Glas Tee. Sonst noch was?
Nein, danke. Dauert es lange? Nein, sofort. Fräulein, bitte zahlen. Zusammen? Nein, ich zahle eine Tasse Kaffee und ein Glas Tee. 2,30 Mark, bitte. Und ich eine Tasse Kaffee. 1,15 Mark, bitte. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das Drehbuch. Der Filmclub hat heute Abend eine Sitzung in Günthers Zimmer. Dieter hat zu seinem Geburtstag eine Schmalfilmkamera bekommen. Jetzt wollen die Jungen selbst einen Film drehen. Zunächst wird das Drehbuch besprochen. Gut, Dieter, ich bin einverstanden. Wir machen also einen Krimi. Wie soll der Film anfangen? Vielleicht so. In einer dunklen Straße wird ein Auto gestohlen. Der Dieb wird von der Polizei verfolgt. Wird er erwischt? Natürlich nicht. Die Handlung muss doch weiterlaufen. Also, der Wagen wird in einer Garage versteckt. Wozu braucht er denn das Auto? Nicht so schnell. Kommt gleich. Am nächsten Tag wird eine Bank beraubt. Plötzlich, kurz vor 12, wird die Tür geöffnet. Dann schreit ein Mann, Hände hoch oder ich schieße. Der Räuber gibt dem Kassierer eine Mappe und sagt, her mit dem Geld. Das Geld wird in die Mappe geworfen und der Verbrecher haut ab. Ach so, jetzt verstehe ich. Vor der Tür hält der Wagen. Der Räuber springt in den Wagen und fährt los. Richtig. Die Polizei wird sofort gerufen und der Räuber wird von einem Streifenwagen verfolgt. Und diesmal wird er gefangen? Klar, aber erst nach einer langen Verfolgungsjagd. Er hat eine Reifenpanne und muss den Wagen stehen lassen. Er läuft durch eine dunkle Straße. Die Polizisten schießen und der Räuber wird ins rechte Bein getroffen. Er wird verhaftet und zum Polizeirevier gebracht. Keine schlechte Idee. 200 Mark. Es ist 7 Uhr abends. Günther und seine Eltern essen Abendbrot. Sag mal, Günther, was macht eigentlich euer Film? Jetzt arbeiten wir schon 3 Wochen daran und haben mehr als 100 Mark ausgegeben. Aber es wird doch nichts. Warum denn nicht? Ach, die Sache ist vollkommen schief gegangen. Die meisten Bilder sind unscharf und die übrigen entweder zu hell oder zu dunkel. Die Kamera ist sicher nicht in Ordnung. Das ist schon möglich. Ich habe übrigens einen interessanten Artikel in der Zeitung gelesen. Ich hole sie mal. Herr Schwarz geht in den Flur und holt seine Mappe. Er nimmt eine Hamburger Zeitung heraus und schlägt sie auf. Auf Seite 6 findet er den Artikel. Er gibt seinem Sohn die Zeitung und Günther liest. Filmkunde in einer Hamburger Schule. Wie macht man einen guten Film? Drehbuch, Kamera und ein paar Schauspieler sind nicht genug. Das wissen jetzt viele Schüler in der Schillerschule, denn seit 2 Jahren hat ihre Schule Film als Unterrichtsfach. Der Lehrer Herr Tischbein erzählt, vor 2 Jahren wollte meine Klasse einen Film drehen. Die Schüler haben mich um Rat gefragt, ich habe einen jungen Filmregisseur in die Schule geholt und wir haben alle zusammen den Unterricht geplant. Jetzt machen wir das immer so. In der ersten Unterrichtsstunde werden Filmkameras verteilt und die technischen Einzelheiten erläutert. Dann wird eine bestimmte Situation, eine kleine Szene gespielt. Ein Schüler führt die Kamera, andere Schüler spielen. Auch die Regie wird von einem Schüler übernommen. So lernen sie allmählich mit der Kamera umzugehen. Schließlich wird es ernst. Es werden kleine Gruppen von 2, 3 oder 4 Schülern gebildet. Jede Gruppe bekommt eine Kamera, Filme und alle Hilfsmittel und darf nun selbst einen Film drehen. Manche Gruppen drehen ihren Film ohne ein festes Drehbuch. Sie haben nur die Grundidee und spielen einfach drauf los. Andere versuchen eine Reportage. Aber auch kleine Spielfilme werden gedreht. Schließlich werden auf einem Filmfestival alle Filme vorgeführt. Meine Kollegen, alle Schüler und die Eltern werden dazu eingeladen. Jeder Film dauert etwa 5 bis 8 Minuten. Und die Schüler haben Erfolg gehabt? Ja, durchaus. Kein Film ist bis jetzt misslungen. Naja, wir müssen eben noch viel lernen. Kann ich die Zeitung behalten? Ich möchte sie Dieter zeigen. Ja, ich habe sie schon im Flugzeug gelesen. Das Telefon klingelt. Und Günther nimmt den Hörer ab. Es ist Dieter, er ist sehr aufgeregt. Ruhig, Mensch, schrei doch nicht so. Du, wir haben heute Besuch. Ein Freund von meinem Vater ist da. Er ist Reporter beim Stern. Er wollte gern unseren Film sehen. Ich führe ihn also vor und plötzlich, mitten in der ersten Spule, fährt er auf. Halt, Dieter, diese Straßenszene muss ich nochmal sehen. Und? Dann hat er einen Indianertanz aufgeführt und ist zum Telefon gestürzt. Weißt du warum? Rate mal. Keine Ahnung. Du weißt doch, die Szene bei der Bank. Da haben wir ein paar Meter Straßenverkehr gefilmt. Und gerade auf diesem Stück sieht man ganz deutlich den Schlagersänger Johnny Sunday. Was ist daran so spannend? In der Zeitung steht doch, Johnny ist in Mexiko. In Wirklichkeit ist er in München.
und zwar in Begleitung von Judy Mason. Der Reporter schreibt jetzt eine Geschichte darüber. Und den Film braucht er als Beweis. Kurz und gut, der Stern hat den Film für 200 Mark gekauft. Na, was sagst du jetzt? Moment. Hey, Vati, hör mal. Übung C. Spät am Abend geht Friedrich Schmidt durch eine dunkle Straße. Plötzlich steht ein Mann vor ihm. Der Mann zieht eine Pistole. Er will die Brieftasche haben. Schmidt ist klein. Er hat Angst. Also gibt er dem Räuber die Brieftasche. 2 Minuten später findet Schmidt eine Telefonzelle und ruft die Polizei an. Er muss zum Polizeirevier gehen. Er erzählt dem Polizisten alles. Der fragt: Wie groß war der Verbrecher und wie alt war er? Welche Farbe hatten sein Mantel, seine Hose, seine Schuhe, sein Hut? Dann geht Schmidt nach Hause. Eine Stunde später wird er von 2 Polizisten abgeholt und zum Polizeirevier gebracht. Guten Abend, Herr Schmidt, sagt der Polizist. Jetzt haben wir den Verbrecher erwischt und hier ist Ihre Brieftasche. Aber sagen Sie mir bitte, wie heißen Sie eigentlich? Wie bitte? Sehen Sie, vor einem Jahr hat ein Bankräuber in Hamburg 100.000 Mark gestohlen. Sein Name war übrigens Fritz Neumann. Und diesen Namen habe ich auf einer Karte in Ihrer Brieftasche gefunden. Herr Schmidt oder Neumann, Sie sind verhaftet. Das Geschenk. John steht an einer Straßenkreuzung. Er wartet auf Fritz. Da kommt Günther. Tag, John. Ich habe eben mit Fritz gesprochen. Er kann erst in einer halben Stunde kommen. Aber wir haben uns doch verabredet. Er muss seinem Vater noch im Geschäft helfen. Na gut, dann können wir noch schnell ins Kaufhaus gehen. Ich muss meiner Schwester etwas mitbringen. Kommst du mit? Natürlich. Was willst du denn kaufen? Das weiß ich noch nicht. Kannst du mir einen Vorschlag machen? Wie alt ist sie eigentlich? 15. Nein, 16. Was kann man einem Mädchen von 16 kaufen? Ein paar Handschuhe? Ein Tuch? Taschentücher? Strümpfe? Ach, das hat sie doch schon alles. Meiner Schwester habe ich zu Weihnachten einen Lippenstift und Nagellack geschenkt. Und darüber hat sie sich sehr gefreut. Das hat sie auch schon. Ich möchte etwas Besonderes mitbringen. Gehen wir doch ins Kaufhaus. Dort finden wir sicher etwas Billiges. Eigentlich kann ich es dir ja auch sagen. Das Geschenk ist für meine Freundin. Ich habe ihr etwas Schönes versprochen. Donnerwetter. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Ja, aber Günther, das geht die anderen nichts an. Selbstverständlich. Dann etwas Teures. Gehen wir am besten gleich in die Schmuckwarenabteilung. Wer soll das bezahlen? Also, Vati, 5 Mark Taschengeld in der Woche ist zu wenig. Meine Kameraden bekommen alle viel mehr. Die meisten sogar das Doppelte. Was kann man heutzutage überhaupt für 5 Mark bekommen? Nichts. Oder fast nichts. Für 5 Mark bekommst du immer noch eine ganze Menge. So schlecht ist das auch nicht. In deinem Alter habe ich nur 50 Pfennig wöchentlich gehabt und... Ach, das ist doch schon lange her. Die Zeiten haben sich eben geändert. Richtig. Und deshalb bekommst du ja auch das Zehnfache. Und das muss reichen, verstanden? Sonst musst du selbst etwas verdienen. Das habe ich getan. Aber... Schluss jetzt. Du kriegst keinen Pfennig mehr. Fritz zählt noch einmal das Kleingeld in seinem Portemonnaie. 87 Pfennig. Gestern hatte ich 11 Mark. Es ist tatsächlich zu teuer, mit Christel ins Kino zu gehen. Erstens muss man 2 Eintrittskarten bezahlen. Zweitens eine Tafel Schokolade oder wenigstens eine Tüte Bonbons kaufen. Und obendrein vielleicht noch ein Eis auf dem Weg nach Hause. Es ist einfach zu teuer. Aber vorige Woche ist sie mit Erhard gegangen. Und der hat bestimmt alles bezahlt. Er bekommt wenigstens 10 Mark pro Woche. Und das ist schon etwas anderes. Es gibt wohl nur eine Möglichkeit. Ich muss mir einen Job suchen. Fritz geht ins Wohnzimmer und holt die Zeitung. Dann setzt er sich wieder an seinen Schreibtisch. So, hier sind die Anzeigen. Vielleicht ist was dabei. Nachhilfestunden in Englisch. Die brauche ich ja selbst. Ach, hier ist was. Babysitter einmal wöchentlich abends gesucht. H. Bornmann, Kilians Platz 3. Telefon 37 77 01. Das ist doch ein idealer Job. Man braucht nicht zu arbeiten und verdient doch sein Geld. Ob sie einen Jungen nehmen? Na, ich kann ja mal fragen. Fritz nimmt sein Fahrrad und fährt zum Kiliansplatz. Familie Bornmann hat noch keinen Babysitter gefunden. Der Job ist noch frei. Erst eine Stunde später kommt Fritz wieder nach Hause. Hey Mutti, ich habe einen Job gefunden. Einmal wöchentlich soll ich Babysitter spielen. Von 7:30 bis 12. 10 Mark pro Abend. 10 Mark? Ja, sie haben mich gefragt und ich habe 12 Mark gefordert. Sie wollten höchstens 10 geben. Toll, was? Gewöhnlich kriegt man weniger.
Aber du sagst es nicht weiter. Natürlich nicht. Aber Babysitter. Was verstehst du denn von kleinen Kindern? Frau Bornmann hat mir alles gezeigt. Das werde ich schon schaffen. Ich fange morgen Abend an. Mutti, ich brauche dringend 10 Mark. Du bekommst sie übermorgen zurück. Ach, vielen Dank. Und dann verschwindet Fritz. Er läuft zur nächsten Telefonzelle, nimmt den Hörer ab, wirft 2 10-Pfennig-Stücke ein, wählt die Nummer 82-34-24 und wartet ungeduldig. So, endlich. Hier, Fritz Herder. Kann ich Christel sprechen? Ach, du bist es. Junge Leute treffen sich. Ernst und Inge haben sich verabredet. Sie wollen sich Punkt 8 Uhr vor dem Bahnhof treffen. Ernst freut sich schon auf den Abend. Er hat sich nämlich in Inge verliebt. Um 7 Uhr geht er ins Badezimmer. Er wäscht sich, rasiert sich und zieht es sich an. Auch Inge freut sich. Schon um 6 setzt sie sich vor den Spiegel und dann geht's los. Sie will sich schön machen, denn für heute Abend holt sie ihr neuestes Kleid heraus. Das hellblaue. Ernst ist pünktlich. Schon um 7:55 wartet er vor dem Bahnhof. Aber wo bleibt Inge? Es beginnt zu regnen. Es wird kalt und er fängt langsam an, sich zu ärgern. Wo bleibt denn die dumme Gans nur? Ich werde mich bestimmt erkälten, aber das ist ihr natürlich egal. Gerade in dem Augenblick saust ein Taxi über den Bahnhofsplatz, bremst und Inge springt heraus. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, aber wir haben zu Hause Besuch bekommen und ich musste mich noch ein wenig mit den Gästen unterhalten. Deshalb bin ich zu spät gekommen. Bist du böse auf mich? Aber nein. Freundinnen. Christel ist heute nicht in der Schule gewesen. Am Nachmittag kommt ihre Freundin Karin zu ihr. Hallo Christel, wie geht's? Danke, jetzt geht's schon wieder besser. Aber heute Morgen war es schlimm. Was ist denn mit dir los? Hast du die Grippe? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe Kopfschmerzen gehabt und deshalb bin ich im Bett geblieben. Wo warst du denn gestern Abend? Ich habe 4-mal versucht, dich anzurufen. Ich war Babysitter. Unsere Nachbarn sind mit meinen Eltern ins Theater gegangen. Ich musste auf ihr Baby aufpassen. Was wolltest du denn? Dieter hatte mich angerufen. Er wollte eine Party geben. Seine Eltern waren nämlich auch im Theater. Hat's Spaß gemacht? Ich bin überhaupt nicht hingegangen. Allein wollte ich nicht gehen. Warum hast du Bärbel nicht gefragt? Das habe ich getan. Sie konnte nicht kommen. Sie musste noch ihren Aufsatz schreiben. Aber nächsten Samstag machen wir eine große Party. Dann musst du unbedingt kommen. Gern. Prima. Ich muss aber erst mit meinem Vater sprechen. Das letzte Mal durfte ich ja auch nicht. Diesmal kommt die ganze Klasse. Dann kann er doch nicht Nein sagen. Schließlich bist du doch kein Kind mehr. Das erzähl lieber mal meinem Vater. Der Schmuggler. Es ist 2:30 am Nachmittag und Günther kommt aus der Schule. Er zieht seine Jacke aus und legt seine Mappe auf den Stuhl im Flur. Dann geht er in die Küche. Da bist du ja. Es ist Post für dich gekommen, ein Brief aus Spanien. Aus Spanien? Wo ist er? Auf Fatis Schreibtisch. Günther verschwindet im Arbeitszimmer. Etwas verblüfft betrachtet er den Brief. Die Adresse ist richtig. Der Brief ist für ihn. Aber von wem? Er guckt auf den Absender. Horst Erhard, zurzeit Barcelona, Campingplatz. Wer mag das wohl sein? Er öffnet den Brief. Barcelona, den 28.09. Lieber Günther, erinnerst du dich noch an mich? Wir haben uns etwa vor einem Monat auf dem Campingplatz in Lugano gesehen. Ich wollte damals nach Rom weiterfahren, um dort einige Freunde zu besuchen. In Italien hat es mit dem Autostopp aber nicht so recht geklappt und ich konnte pro Tag durchschnittlich nur 125 Kilometer machen. Ich habe in den Tankstellen mehrere Fernfahrer gefragt, leider ohne Erfolg. Entweder wollten sie mich nicht mitnehmen oder vielleicht durften sie auch nicht. Es kann leicht etwas passieren. Die meisten haben ja keine Insassenversicherung. Deshalb wohl. Endlich hatte ich Glück. Kurz vor Genua hält plötzlich ein Deutscher. Ich hatte ihm nicht einmal ein Zeichen gegeben. Und jetzt kommt das Interessante. Er wollte zuerst etwas in Genua erledigen und dann wollte er nach Barcelona weiterfahren. Und ob ich mitfahren wollte? 2 Sekunden später hatte ich meinen Rucksack in den Kofferraum gelegt und war in den Wagen gesprungen. Einen solchen Vorschlag bekommt man nicht jeden Tag. Einige Tage später waren wir in Barcelona und ich musste mich leider von ihm verabschieden. Zum Abschied wollte er mir sogar etwas Geld geben. Aber das konnte ich natürlich nicht annehmen. Er hatte schon unterwegs alles bezahlt. Es gibt auch immer noch nette Leute. Ich bin also seit 3 Wochen hier in Barcelona. Aber jetzt ist mir das Geld ausgegangen und ich fahre morgen nach Hause. Ich habe auch diesmal wieder Glück gehabt und kann mit einem älteren Ehepaar aus Stuttgart mitfahren. In genau 3 Tagen sind wir in Stuttgart.
Ich fahre dann sofort nach München und werde dich natürlich besuchen. Ich bleibe einen Tag in München. Vielleicht kannst du mir die Stadt zeigen. Also bis dann. Herzlichste Grüße, dein Horst Erhard. Nun erzähl mal, von wem ist der Brief? Ach, Dieter und ich haben in Lugano einen Jungen kennengelernt. Und der hat mir jetzt geschrieben, aus Barcelona. Er kommt jetzt nach München. Aber du kannst den Brief ja lesen. Frau Schwarz liest den Brief. Hast du dich mit ihm gut verstanden? Ja, ganz prima. Er heißt Horst Erhard, ist etwas älter als ich, wohnt in Braunschweig. Oder war das in Hannover? Ach, das ist ja auch egal. Er ist gerade mit der Schule fertig. Sein Vater ist Ingenieur. Jetzt kommt er also. Was sagst du dazu? Naja, und wann kommt er? Der Brief ist vom 28.09. und heute ist der 1. Oktober. Hey, er muss ja heute kommen. Er kann doch bestimmt bei uns essen, nicht wahr? Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Aber da er nun schon fast da ist, auf jeden Fall musst du mir helfen. Klar, was soll ich tun? Du musst mir einige Besorgungen machen. Kann er bei uns auch übernachten? Er bringt selbst eine Luftmatratze und einen Schlafsack mit. Er kann in meinem Zimmer schlafen. Ja, für eine Nacht geht das schon. Der Nachmittag vergeht. Es wird 6, 7, 7:30. Um 8 macht Herr Schwarz Aufruhr. Es ist mir völlig gleichgültig, ob dein feiner Freund nun kommt oder nicht. Jetzt will ich mein Abendessen haben. Um 9:30 klingelt endlich das Telefon. Und Günther stürzt ins Arbeitszimmer. 2 Minuten später legt er den Hörer auf. Er hat von der Telefonzelle an der Straßenecke angerufen. Er ist sofort da. Er bittet vielmals um Entschuldigung. Er ist an der Grenze aufgehalten worden. Sie haben ihn tatsächlich für einen Schmuggler gehalten. Einen Schmuggler? Aber wieso? Das war natürlich ein Irrtum und sie haben ihn ja auch schnell wieder losgelassen. Tatsache ist, er konnte an der Grenze keine Toilette finden. Deshalb ist er einfach in einen kleinen Wald gelaufen und ohne es zu wissen zu nah an die Grenze gekommen. Er wurde von 2 Hunden und 5 Gendarmen im Triumph zur Grenzstation zurückgebracht. Da hatten sie Gott sei Dank doch eine Toilette. Na, ich hole ihn schnell. Wiedersehen. Der Klassenrat. So, Herrschaften, jetzt muss ich eure Stimmzettel haben. Legt sie in den Papierkorb auf dem Tisch. Bei einer schriftlichen Abstimmung muss alles mit rechten Dingen zugehen. So, fertig? Haben alle abgeliefert? Gut, dann werde ich die Stimmen zählen. Renate und Marianne, ihr könnt mir helfen. Dieter ist aufgeregt. Endlich ist es ihm gelungen. Er hat seit Jahren dafür gekämpft, aber erst jetzt hat er Erfolg. Heute wird der erste Klassenrat gewählt. So, jetzt sind wir fertig. Als Vorsitzender bin ich gewählt, Renate wird Kassenführerin und Karin Schriftführerin. Als 4. und 5. sind Günther und Erhard gewählt. Hat jemand Bemerkungen hierzu? Nicht der Fall. Gut, dann ist diese Versammlung beendet. Später am selben Tag sind Renate und Karin auf dem Weg zu Dieter. Der Rat hat heute Abend seine erste Sitzung. Was war eigentlich mit Uwe los? Ich meine bei der Versammlung heute Morgen. Ich habe ihn früher nie so sauer gesehen. Ach, das ist doch klar. Die ganze Geschichte passt ihm nicht. Er muss doch immer die Hauptrolle spielen, sonst wird er sauer. Von den beiden ist Dieter bestimmt der bessere Vorsitzende. Sag mal, was machen wir eigentlich heute Abend? Hat er dir etwas gesagt? Wir sollen die Klassenparty bei Erhard planen. Keine schlechte Idee. Du, erinnerst du dich noch an die Party bei Günther? Du weißt, die Kellerparty. Und ob, der Abend war grässlich. Wieso denn? Das weißt du doch. Uwe wollte den ganzen Abend mit mir tanzen. Ich konnte ihn überhaupt nicht loswerden. Hast du es denn versucht? Sag mal, warum bist du eigentlich damals so rot geworden, als Günther plötzlich wieder Licht machte? Du hattest mit Dieter getanzt, oder? Ach, dort kommt Günther. Hey Günther, warte auf uns. Wenige Minuten später eröffnet Dieter die Sitzung. Wir wollen also heute die Klassenparty bei Erhard vorbereiten. Ich habe mir das so gedacht. Um 8 Uhr fangen wir an, um 9 gibt's eine Erfrischung, Cola oder sowas. Was? Um 9 erst? Bis dahin bin ich halb verdurstet. Quatsch. Du kannst doch trinken, wann du willst. Den Kasten stellen wir vorher hin. Wie viel kaufen wir eigentlich? 100 Flaschen, das reicht. Das letzte Mal haben wir 90 geholt und es blieben noch einige übrig. Gut, das ist also erledigt. Um 9 machen wir ein Gesellschaftsspiel? Wahnsinnig spannend. Na gut, dann eben nicht. Um 11 oder vielleicht um 12 gibt's was zu essen. Was denn? Ich schlage vor, Kartoffelsalat und Würstchen. Einverstanden. Kartoffelsalat können wir fertig kaufen. Das wird doch viel zu teuer. Gut, dann machen wir ihn selber. Renate, machst du mit? Klar. So, das ist geklärt. Wo findet die Party eigentlich statt? Bei dir in der Wohnung, Erhard? Nee, der Lagerraum hinter unserer Werkstatt steht leer.
Den können wir haben. Und da werden wir auch nicht gestört. Fabelhaft. Wir brauchen aber ein paar Möbel. Tische, Stühle und so weiter. Kannst du die besorgen, Erhard? Ja, in Ordnung. Tanzen wir den ganzen Abend? Wir haben doch noch keine Musik. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer hat ein Tonbandgerät? Ich. Ich kann auch ein paar Tonbänder mit Tanzmusik mitbringen. Aber die Aufnahmen sind doch schon uralt. Da bist du aber im Irrtum. Die habe ich ganz neu aufgenommen. Soll ich auch meinen Plattenspieler mitbringen? Nein, das ist nicht nötig. Ich habe schon einen. Deine Platten kannst du aber mitbringen. Die können wir sicher gebrauchen. Die Idee mit dem Lagerraum gefällt mir ausgezeichnet. Dort können wir ordentlich Musik machen. In den Weihnachtsferien war ich bei meiner Cousine in Duisburg. Da haben wir eine Party in einer Garage gemacht. Da muss es aber kalt gewesen sein. War es auch, leider. Wir haben deshalb ziemlich wild getanzt. Kurz vor eins klopfte es plötzlich. Zuerst wollten wir nicht aufmachen. Und richtig, es war die Polizei. Nachbarn hatten die Polizei angerufen und sich beschwert. Die Stimmung sank sofort auf den Nullpunkt. Als die Polizisten wieder weg waren, haben wir uns noch unterhalten. Aber so schön wie vorher war es natürlich nicht mehr. Alles nicht so einfach. Weihnachtsferien auf den Kanarischen Inseln. Glaubst du denn, ich bin Millionär? Aber Herbert, die Reise braucht doch gar nicht teuer zu werden. Ich habe einen Prospekt vom Reisebüro. Schau mal her. 14 Tage für 500 Mark. Das können wir uns doch bestimmt leisten. Von dem neuen Pelz reden wir dann nicht mehr. Wir sparen dabei mindestens 1000 Mark. Habe ich nicht recht? Neumeyers haben schon Plätze bestellt. Du weißt, er verdient weniger als du. Also kein Wort mehr vom Pelz. Einverstanden? Selbstverständlich. Das Geld reicht schon, das ist richtig. Aber Trudi, dann müssen wir schon diese Woche die Weihnachtsgeschenke abschicken. Schaffst du das allein? Ich habe keine Zeit. Sicher leicht. Wir brauchen nur eine Liste mit Namen, Adressen und den Geschenken an Ostermann zu schicken. An Ostermann? Ja, das große Versandhaus in Stuttgart. Ach so. Alles Weitere wird dann dort erledigt. Jetzt hole ich Papier und Kugelschreiber und dann stellen wir eine Liste auf. Drei Wochen später sind Herr und Frau Richter wieder zu Hause. Braungebrannt und sofort erkältet, denn das Wetter ist im Januar nicht gerade angenehm in Deutschland. Plötzlich klingelt das Telefon und Willi, der 15-jährige Neffe von Herrn Richter, meldet sich und bedankt sich herzlich für sein Geschenk. Er hat nämlich eine Flasche Cognac und eine Kiste Zigarren bekommen. Kurz darauf ruft Urgroßmutter Minna an und spricht von einer großen Überraschung. Die 99-jährige Dame hat ein paar Ski bekommen. So geht es noch eine Weile weiter. Es scheint, bei Ostermanns ist etwas schiefgegangen. Beim Aufräumen. Am Sonntagvormittag findet Günther Erhard beim Aufräumen im Lagerraum. Na, hast du schon angefangen? Angefangen? Ich arbeite schon seit einer ganzen Stunde. Mein Vater wird wütend, wenn wir die Bude nicht aufräumen. Wo sind denn die anderen? Die ganze Bande schläft sich ja noch. Sie kommen zwar, wenn sie tanzen wollen, aber wenn sie aufräumen sollen, lassen sie sich nicht sehen. Allein kann ich es unmöglich schaffen. Ach, die kommen schon noch. Sie haben es doch gestern alle versprochen. Ich war eben bei Fritz. Er arbeitet im Garten. Er kommt, wenn er fertig ist. Mag sein. Auf jeden Fall rufe ich die anderen nochmal an. Machst du inzwischen hier weiter? Meinetwegen. 10 Minuten später kommt Erhard zurück. Na, kommen die Herrschaften? Natürlich kommen sie. Aber erst, wenn sie Zeit haben. Heinz kommt, wenn er sein Moped repariert hat. Erna kommt, wenn sie ihre Hausarbeiten gemacht hat, und Bärbel, wenn sie ihrer Mutter geholfen hat. Und welche Entschuldigung hat sich Dieter ausgedacht? Warum ist er nicht gekommen? Weil er den Wecker nicht gehört hat. Er kommt, wenn er gefrühstückt hat. Und Peter? Warum ist der nicht gekommen? Weil seine Eltern Besuch bekommen haben. Er kommt später. Die anderen kommen auch noch. Wir fangen schon mal an. Wir sind doch nicht blöd. Wenn die anderen da sind, können wir immer noch anfangen. Ich habe in der Ecke 2 Flaschen Cola gefunden. Die trinken wir erst mal. Einverstanden? Ein Sonderangebot. In den Herbstferien ist Erich nach Lehnsdorf gefahren, einer kleinen Stadt in der Nähe von Kassel, um Verwandte zu besuchen. Er hat kein Glück mit dem Wetter. Die ersten 2 Tage regnet es dauernd. Erst am 3. Tag wird es besser. Der Regen hört auf und die Sonne kommt sogar durch. Na endlich. Komm, jetzt will ich mir mal das Dorf ansehen. Dorf? Wo denkst du hin? Hier wohnen über 20.000 Einwohner. Das sage ich dir.
Ich wohne hier lieber als in München. Hier gibt's einfach alles. Wenn man in München ins Kino gehen will, muss man erst eine halbe Weltreise mit Bus und Straßenbahn machen. Hier braucht man nur 300 Meter zu laufen, dann ist man schon da. Immer langsam, Kleiner. Komm erst mal in die Großstadt, dann werde ich dir was zeigen. Automobilausstellungen. Haben wir hier auch. Theater. Ach, Theater. Wann warst du denn zum letzten Mal da? Zugegeben, ich gehe selten ins Theater, aber ich kann's, wenn ich will. Und die großen Beatgruppen kommen zu uns. Glaubst du vielleicht, die Rolling Stones verirren sich nach Lehnsdorf? Das wohl nicht. Die schaue ich mir im Fernsehen an. Wir haben übrigens einen Jazzclub. Die meisten Jazzbands treffen sich bei uns. Die Jungen schlendern durch die schmalen Straßen von Lehnsdorf. Unterwegs zeigt Peter dem Münchner, was es alles in Lehnsdorf gibt. Erich muss das Rathaus, den Bahnhof, das Postamt, das Gymnasium, zwei Volksschulen, die Feuerwache, zwei Kinos, einen Kindergarten, die Polizeiwache und die Volksbücherei von außen bewundern. Und er läuft bereitwillig mit, um den jüngeren Vetter nicht zu verärgern. Eine Stunde später kennt er die Kleinstadt besser als München. So, jetzt reicht's für heute. Was es sonst noch gibt, kannst du mir morgen zeigen. Komm, jetzt kaufen wir uns ein Eis. Kann ich nicht. Ich bin abgebrannt. Ich kauf dir eins, ist doch klar. Wo gibt's hier Eis? Da vorn an der Fabrik. Wenige Schritte von dem Eisstand entfernt steht ein Straßenhändler mit einem Wagen voller Blumensträuße. Auf dem Wagen hat er mit großen Buchstaben geschrieben: Lasst Blumen sprechen. Heute Sonderangebot. 4,50 der Strauß. Punkt 4 Uhr heult eine Sirene. Und Sekunden später kommen Arbeiter und Büroangestellte aus der Fabrik. Der Straßenhändler nimmt ein paar Sträuße in die Hand und beginnt laut seine Ware anzupreisen. Heute besonders billig, nur 4,50 Mark für einen großen Strauß. Sonderangebot. Heute sehr preiswert. Wann haben Sie Ihrer Frau das letzte Mal Blumen mitgebracht? In diesem Augenblick erscheint ein zweiter Straßenhändler mit seinem Wagen. Er bleibt nur wenige Meter von seinem Kollegen entfernt stehen und beginnt sofort, die Passanten auf seine Blumen aufmerksam zu machen. Meine Herrschaften, alle mal herschauen. Schöne Sträuße, besonders billig. Nur 3,50 Mark pro Stück. Die ersten Sträuße sind schnell verkauft. Da bemerkt der erste Händler den Konkurrenten und den niedrigen Preis. Du Schuft, du Gauner, du verdirbst mir das Geschäft. Der heftige Wortwechsel dauert an und schnell bilden lachende Arbeiter einen Ring um die beiden. Der neue Händler findet kaum Zeit, seinem Kollegen zu antworten, denn die Zuhörer reißen ihm die Blumen fast aus der Hand. Bald ist er ausverkauft. Hinter ihm steht noch der erste Händler. Er hat keinen einzigen Strauß verkauft. Er schüttelt den Kopf und schiebt seinen Wagen davon. 10 Minuten später gehen Erich und Peter durch die Bahnhofstraße. Da stehen die beiden Straßenhändler, jeder mit einer großen Zigarre. Das hast du großartig gemacht, Hans. Danke, du warst auch gut in Form. Jetzt gibst du mir die Hälfte von deinen Sträußen, dann machen wir dieselbe Vorstellung vor dem Bahnhof, wenn der Zug aus Kassel ankommt. Die Cousine. Im Gloria-Palast läuft der neue Western. Den habe ich gestern Abend schon gesehen. Was? Du warst im Kino? Allein? Ja. So, so. Sag mal, wie heißt sie denn? Wenn du das unbedingt wissen musst, das war meine Cousine. Du kennst sie nicht. Doch, ich habe sie schon mal bei euch gesehen. Sie war da, als wir die Dias von Luzern zeigten. Als wir damit fertig waren, erzählte sie von ihrer Afrikareise. Ja, das stimmt. Mit der bist du also gestern ins Kino gegangen. Sehr aufmerksam von dir, mein Junge. Ach, das war doch reiner Zufall. Als ich zum Kino kam, war da schon eine lange Schlange. Sie kam, als ich schon fast an der Kasse war. Ich kaufte also eine Karte für sie mit. Als der Film zu Ende war, habe ich sie noch zur Straßenbahn gebracht. Die Bahn kam, ich sagte gute Nacht und das war alles. So dumm, Dieter. Ich war gestern auch im Gloria. Gerade als ich mich hinsetzte, entdeckte ich 3 Reihen vor mir meinen guten Freund Dieter und neben ihm ein hübsches, schwarzhaariges Mädchen. Als die Vorstellung vorbei war, begleitete mein Freund das Mädchen zur Haltestelle. Aber erst als die 3. Bahn kam, verabschiedete er sich von ihr. Du hast mich belauscht. Was soll denn das heißen? Belauschen? Was fällt dir denn ein? Übrigens brauchst du gar nicht rot zu werden. Meine Cousine wartete ja auf dieselbe Straßenbahn. Ich übrigens auch. Die Welt von morgen. Man hört Krach vom Dachboden. Erhard! Was machst du da auf dem Dachboden? Ich habe die Bodenkammer gerade erst aufgeräumt. Erhard! Ja, was ist denn?
Was willst du ausgerechnet jetzt auf dem Boden, Junge? Ist dein Zimmer nicht groß genug? Dr. Zörn kommt heute Abend mit einem Rechtsanwalt aus Nürnberg. Muss im ganzen Haus wieder so ein wüstes Durcheinander sein? Natürlich nicht. Günther ist auch hier. Ja, Günther, was macht ihr denn da? Das ganze Haus bebt ja. Ach, gar nichts. Ich habe nur eine Schublade fallen lassen. Du hast in der alten Kommode nichts zu suchen. Ihr bringt jetzt alles wieder in Ordnung und dann kommt ihr runter. Was suchst du überhaupt? Weißt du, Mutti, wir haben heute in der Schule mit einer Gruppenarbeit angefangen. Die Welt von morgen. Und Günther und ich sollen etwas über Raumfahrt zusammensuchen. Aus der Bücherei haben wir schon einige Bücher. Nur Fotos fehlen uns noch. Jetzt wollten wir mal eben die alten Illustrierten durchschauen. Sag mal, wo hast du die nur hingelegt? Vorgestern waren sie noch hier. Ich bin sicher, ich habe sie gesehen, als ich dir den schwarzen Koffer runterholte. Jetzt liegen sie in der Garage. Die Müllkutscher haben mir versprochen, sie morgen mitzunehmen. Aber das geht doch nicht. Die kannst du doch nicht einfach wegschmeißen. Doch. Und jetzt ist Schluss. Räumt auf und kommt dann runter. Verstanden? Ja, ja. Frau Schneider geht wieder in die Küche zurück. Ihr Mann hat heute Abend eine sehr wichtige Besprechung. Wenn alles klappt, wird er einen großen Auftrag bekommen und das heißt Arbeit genug für die nächsten 3 Jahre. Dann müssen die Fabrikgebäude wohl auch erweitert werden und... Nein, sie will nicht mehr daran denken. Diese Unsicherheit geht ihr auf die Nerven. Auf dem Dachboden wird die Schublade schnell, aber lautlos in die Kommode geschoben und dann steigen die Jungen die Treppe hinunter. Diesmal gehen sie nicht wie sonst durch die Küche, sondern schlüpfen durch den Keller und über den Hof in die Garage. Siehst du die Illustrierten irgendwo? Wo sind sie nur? Vielleicht hinter dem Lieferwagen. Da stehen ein paar Kartons. Richtig. Sie öffnen die Kartons und beginnen, die vielen Illustrierten durchzublättern. Nach 20 Minuten liegt schon ein großer Stapel auf dem Boden. Mensch, hier, im Stern vom 7. Dezember 1969. Schönere Bilder kann man sich nicht vorstellen. Schau mal her. Ja, die sind erstklassig. Welcher Mondflug war das? Apollo 12, mit den Astronauten Konrad, Gordon und Bean. Das war die 2. Mondlandung. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir haben extra einen Farbfernseher gekauft, um die erste Übertragung in Farbe vom Mond zu sehen. Leider wurde dann nichts daraus, weil die Kamera kaputt war. Mein Vater war vielleicht wütend. Kann ich mir gut vorstellen. Hier ist übrigens auch was. Neue Stafette vom September 1970. Gesellschaftsreisen zum Mond. Eine Fahrt mit der Schulklasse rund um den Mond. Hier sind sogar Zeichnungen von Raumschiffen. Prima. Hier ist auch noch was. Das reicht dann wohl. Die Bücher aus der Bibliothek haben wir auch noch. Schließlich haben wir auch noch was anderes zu tun. Erhard, wie oft muss ich es dir noch sagen? Du sollst deine Mappe nicht im Flur liegen lassen. Bring sie sofort in dein Zimmer. Ja, ja, ich komme schon. Sag mal, Günther, ist deine Mutter zu Hause? Nein, ich glaube nicht. Dann hole ich die Mappe und wir machen auf deiner Bude weiter. Hier werde ich sonst noch verrückt. Ernst hat Besuch. Hast du gehört, dass sich mein Vetter Ernst mit Inge verlobt hat? Nein, ich wusste nur, dass er sie gern hat. Dann habe ich dir wohl auch nicht erzählt, dass ich ihn neulich besucht habe. Nein, erzähl doch mal. Also ich ging zu ihm auf seine Studentenbude. Kaum hatten wir uns gesetzt, als es klingelte. Ernst fuhr hoch wie eine Rakete und rief, Donnerwetter, da ist sie schon. Und wie sieht es hier aus? Er öffnete die Tür und da stand Inge. Sie zog den Mantel aus, um die ganze Fort aufzuräumen. Kein Wunder. Als ich das letzte Mal bei ihm war, sah es ja schrecklich aus. Gestern sah es noch schrecklicher aus. Ich glaube, dass er den Fußboden noch nie sauber gemacht hat. Oha. Jetzt wurde aber aufgeräumt. Hinter der Heizung fand sie 2 Hemden. Auf der Kommode standen seine schmutzigen Teller. Als sie den Schrank öffnete, fielen Krawatten, Strümpfe, Unterwäsche und Hemden heraus. Zwischen den Fenstern stand ein verstaubter Spiegel. Auf dem Boden neben dem Sessel lagen ein paar Dutzend Zeitungen. Und unter dem Bett standen mindestens 50 leere Flaschen. An der Wand lehnten seine Skier. Und was sagte Inge dazu? Das weiß ich nicht. Ich verschwand so schnell wie möglich. Ich habe sie die Bude ruhig allein aufräumen lassen. Wochenendfahrt mit Hindernissen. Die Schule ist aus und Günther und Dieter gehen nach Hause. Wo warst du gestern eigentlich? Ich bin 2-mal bei euch gewesen, aber es war niemand da. Wir waren in den Bergen. Und du weißt doch, mein Onkel hat sich ein Wochenendhäuschen in der Nähe von Garmisch gekauft. Jedes Wochenende fährt er dorthin. Er hat uns eingeladen. Kann man denn in dem Haus schon übernachten? Du hast mir doch erzählt, dass es völlig heruntergekommen war. Na, so schlimm war es wieder nicht. Und jetzt sieht es jedenfalls ganz nett aus. Es liegt hoch oben an einer Bergwand und man hat von dort eine fantastische Aussicht.
Kann man direkt hinfahren oder muss man erst ein paar Stunden hinaufklettern? Der Weg ist prima. 800 Meter vom Haus entfernt ist ein großes Hotel. Mein Onkel kann die Auffahrt zum Hotel benutzen und von da aus führt ein schmaler Weg durch den Wald direkt zu seinem Haus. Wie viel hat er denn für das Haus bezahlt? War's teuer? Nee, er hat es ziemlich billig bekommen, weil es so vernachlässigt war. Der frühere Besitzer hatte es seit Jahren nicht mehr benutzt. Das Dach war undicht, mehrere Scheiben waren kaputt und so weiter. Jetzt hat mein Onkel das Haus aufgeräumt. Das Dach ist repariert worden und nächstes Wochenende will er die Hütte von oben bis unten streichen. Hey, dazu braucht er doch bestimmt Hilfe. Warum fahren wir denn nicht hin? Am Sonntag ist es hier immer verdammt langweilig. Keine schlechte Idee. Warum habe ich nicht eher daran gedacht? Wir können sicher mit Ernst und Inge fahren. Ich werde sie heute Abend fragen. Sie kommen nämlich zu uns zum Abendbrot. Als Günther nach Hause kam, ging er sofort ins Geschäft und erzählte seinem Vater, was er mit Dieter verabredet hatte. Herr Schwarz hatte nichts dagegen und rief seinen Bruder an, um ihn zu fragen. Der war einverstanden. Hilfe konnte er gut gebrauchen. Am selben Abend sprach Günther auch mit seinem Vetter. Dem gefiel der Vorschlag durchaus nicht, aber Günther gab nicht so leicht auf. Als Inge sich dann ohne weiteres einverstanden erklärte, musste Ernst zuletzt in den sauren Apfel beißen. Inzwischen hatte auch Dieter mit seinen Eltern gesprochen. Die Fahrt war gesichert. Am Sonnabendvormittag fuhren sie ab. Es war kalt und in den Bergen war in der Nacht der erste Schnee gefallen. Der Verkehr war so stark, dass sie an vielen Stellen nur sehr langsam fahren konnten. Schließlich hielt Ernst an, nahm seine Autokarte heraus und suchte eine andere Straße. Nach 5 Kilometern bog er nach rechts ab. Es stellte sich bald heraus, dass die Nebenstraße ziemlich schlecht war. Aber anfangs kamen sie immerhin schneller vorwärts als auf der Bundesstraße. Die ersten 3 Kilometer fuhren sie durch ein Tal, aber bald ging es bergauf. Plötzlich setzte der Motor aus. Ernst schaltete schnell in den ersten Gang und nach ein paar Sekunden lief der Motor wieder normal. Er sagte nichts. Als aber die Straße nach einer Kurve plötzlich steil aufwärts führte, bekam er doch Angst. Sie fuhren weiter. Der Weg wurde immer steiler. Wieder setzte der Motor aus. Ernst versuchte alles Mögliche, aber es war umsonst. Er zog die Handbremse und startete ein paar Mal. Aber der Motor wollte nicht mehr anspringen. Die Lage war kritisch. Der Weg war steil und schmal. Rechts stieg die Bergwand senkrecht empor, links war der Abgrund. Und hinter ihnen bildete sich schnell eine Schlange von ungeduldig hupenden Autofahrern. Auch andere waren offenbar auf die Idee gekommen, diese Nebenstraße zu fahren. Was tun? Vorwärts konnte er nicht, also musste er rückwärts fahren. Inge und die Jungen stiegen aus und langsam ließ Ernst den Wagen rückwärts rollen, an der ungeduldigen Schlange vorbei. Zum Glück fand er bald eine Ausweichstelle, wo er parken konnte. Er ging sofort zum Heck und öffnete die Motorhaube. Es war kein Fehler zu finden, Benzin war auch da. Er setzte sich wieder ans Steuer und startete, und diesmal sprang der Motor an. Schon wollte Ernst losfahren, da streikte der Motor wieder. Ein Lastauto hielt hinter ihnen an und der Fahrer überprüfte den Motor. Seiner Meinung nach waren neue Zündkerzen nötig und, naja, der Wagen war vielleicht auch schon ein bisschen zu alt für solche Bergfahrten. Er schlug Ernst vor, zu einer Tankstelle unten im Tal zu fahren. Es gab keine andere Möglichkeit. Ernst war ganz still geworden. Er hatte nur 20 Mark mit und Inge und die Jungen wagten erst recht nicht, etwas zu sagen. Als der Tankwart die Geschichte hörte, machte er ein bedenkliches Gesicht. Auch er konnte den Fehler nicht finden. Die Zündkerzen waren zwar alt, aber in Ordnung. Er machte eine Probefahrt, aber der Motor blieb wieder stehen. Gerade in dem Augenblick fuhr ein Auto an der Tankstelle vor. Der Fahrer betrachtete den alten Wagen und Ernst erzählte ihm die traurige Geschichte. Es stellte sich heraus, dass der Fremde Mechaniker war. Nach einer kurzen Überprüfung entdeckte er, dass das Luftloch im Tankdeckel verstopft war. Deshalb bekam der Motor zu wenig Benzin. Der Deckel wurde gereinigt und jetzt lief der Motor wieder normal. Zum Abschied machte der Mechaniker Ernst einen Vorschlag. Der Deckel sieht jetzt prima aus. Kaufen Sie sich doch einen neuen Wagen für den schönen Deckel. Sitzung im Klassenrat. Günther und ich haben John gefragt, wie man eine Schulzeitung macht. Jetzt hat er uns einen Brief geschrieben und einige Probeexemplare geschickt. Er schreibt, dass seine Klasse im letzten Jahr über 800 Dollar verdient hat. Wie ist denn das möglich? Natürlich nur, weil sie so viele Anzeigen bekommen haben. Er schreibt,
dass fast alle großen Firmen im Schulbezirk Anzeigen aufgegeben haben. So, jetzt habt ihr die Schulzeitung gesehen. Wollen wir auch eine machen? Klar, ich möchte nur wissen, wo wir uns einen Vervielfältiger leihen können. Die Schule hat doch einen. Wir werden morgen fragen, ob wir ihn benutzen dürfen. Hast du dir schon überlegt, wie die Zeitung heißen soll? Nein, das kommt später. Wann soll die erste Nummer erscheinen? Wenn sie fertig ist. In einem Monat vielleicht. Warum nicht früher? Weil es unmöglich ist. Wenn wir die Zeitung verkaufen wollen, müssen wir interessante Artikel bringen. Und die schreibt man nicht von heute auf morgen. Es ist ja auch noch die Frage, ob wir überhaupt eine Zeitung herausgeben dürfen. Daran habe ich auch schon gedacht. Am besten fragen wir wohl gleich Herrn Kroll. Ja, und wenn er gute Laune hat, kannst du ihn ja auch gleich fragen, ob er nicht den Direktor anrufen kann. Dann bekommen wir schon heute Bescheid. Der alte Käfer kommt schon durch. Dicke Schneeflocken fielen vom Himmel, als Ernst, Inge und die beiden Jungen die steile Auffahrt zum Hotel hinauffuhren. Ernst hatte die Panne noch immer nicht vergessen und fuhr vorsichtiger als sonst durch die vielen Haarnadelkurven. Wenn es die ganze Nacht so weiterschneit, kommen wir morgen nicht ins Tal runter. Nur keine Angst. Ich habe natürlich meine Schneeketten mitgenommen. Am Montagmorgen seid ihr wieder pünktlich in der Schule. Übrigens hat das Hotel einen Schneepflug und der Weg hier wird bestimmt den ganzen Winter hindurch freigehalten. Wenn alles schief geht, können wir ja auch mit der Schwebebahn runterfahren. Ach, so schlimm wird's schon nicht werden. Der alte Käfer kommt schon durch. Bestimmt, wie immer. Wenige Minuten später hielt Ernst vor dem Hotel. So, da sind wir. Und wie geht's jetzt weiter? Kennst du den Weg von hier aus? Ja, Moment mal. Doch, ich glaube, wir müssen etwa 50 Meter zurückfahren. Dann links und am Hotel vorbei. An der Garage müssen wir dann auf den Waldweg einbiegen. Okay, versuchen wir es mal. Günther hatte recht. Sie fanden schnell den schmalen Waldweg. Bald fuhren sie aus dem Wald wieder heraus und das Wochenendhäuschen lag vor ihnen. Als der Onkel den Wagen hörte, kam er aus dem Haus und begrüßte sie. Na endlich! Ich hatte euch eigentlich schon vor 2 Stunden erwartet. Ja, entschuldigen Sie, Herr Schwarz, aber wir haben heute auch wirklich Pech gehabt. Erstens war der Verkehr so stark, dass wir nur ganz langsam fahren konnten. Zweitens haben wir eine Panne gehabt und mussten zu einer Tankstelle ins Tal zurückfahren. Und drittens dieser Schnee. Nun gut, das ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, ihr seid jetzt da. Bestimmt habt ihr Hunger. Inge, du kannst mir helfen, ein paar Konservenbüchsen aufzumachen. Große Leckerbissen kann ich euch hier natürlich nicht anbieten. Inzwischen könnt ihr schon das Gepäck holen. Bringt es doch gleich in das kleine Schlafzimmer dort hinten. Nach dem Essen ging es los mit Pinsel und Farbe. Herr Schwarz war schon seit Donnerstagabend in Garmisch. Und am Freitag hatte er die Küche und die Schlafzimmer gestrichen. Aber es gab noch genug zu tun. Der Nachmittag und der Abend vergingen im Nu. Und es war schon fast Mitternacht, als der letzte Pinselstrich getan war. Alle waren stolz, aber auch todmüde, als sie das frisch gestrichene Haus betrachteten. Aufstehen, ihr Schlafmützen. Das Frühstück ist schon längst fertig. Ja, wie spät ist es denn? 9:30. Unmöglich. Es ist ja noch ganz dunkel. Schau mal auf deine Uhr. Kann ich ja nicht, wenn es so dunkel ist. Hör jetzt auf und komm. Das Haus ist völlig eingeschneit und alle Fenster sind zugeweht. Morgen, Inge. Sag mal, ist es wirklich so schlimm? Ja, natürlich. Es hat die ganze Nacht geschneit und gestürmt. Habt ihr denn gar nichts gehört? Hoffentlich weißt du noch, wo dein Auto steht. Das heißt, wo wir es ausgraben können. Wenig später krochen die 3 Jungen aus den Schlafsäcken und zogen sich an. Es hatte tatsächlich stark geschneit. Aber so schlimm, wie Inge gesagt hatte, war es nicht. Der Schnee lag überall Meter hoch. In der Küche hatte Herr Schwarz das Kofferradio angestellt. Starker Schneefall in Süddeutschland hat den Verkehr fast zum Erliegen gebracht. Räumfahrzeuge sind unterwegs, um die Straßen wieder befahrbar zu machen. München. Eine internationale Konferenz über... Ach, stell das Ding ab. Was machen wir jetzt? Wir können nicht so lange hier sitzen, bis der Schnee wieder weg ist. Aber du weißt doch, der alte Käfer kommt schon durch. Halt die Klappe, Mensch, oder? Ich sag ja gar nichts. Ich habe natürlich schon überlegt, was wir tun können. Das Beste ist, die Jungen laufen zum Hotel. Wir müssen nämlich wissen, wie der Weg durch den Wald aussieht und ob die Auffahrt zum Hotel befahrbar ist. Inge kann inzwischen das Haus aufräumen und Ernst und ich graben die Autos aus. Was haltet ihr davon? Gesagt, getan. Nach dem Frühstück zogen sich die Jungen warm an und verließen das Haus. Anfangs kamen sie schnell voran,
aber als sie in den Wald kamen, ging es langsamer und sie mussten durch viele hohe Schneewehen hindurch. Schließlich standen sie vor dem Hotel. Siehst du, die Auffahrt ist schon geräumt. Ja, aber wie schaffen wir die Autos hierher? Auf dem Weg liegen lauter Schneewehen. Hey, da kommt der Schneepflug wieder. Wenn der Fahrer gut aufgelegt ist, hilft er uns. Komm. Langsam und vorsichtig kam der Schneepflug näher. Vor dem Hotel hielt er an. Die Jungen unterhielten sich kurz mit dem Fahrer. Der machte ein amüsiertes Gesicht und öffnete die Wagentür. Die beiden stiegen ein und der Schneepflug wurde wieder in Gang gesetzt. Als Günther am gleichen Abend zu Hause entdeckte, dass er seinen Hausaufsatz völlig vergessen hatte, gefiel ihm die Fahrt mit dem Schneepflug weit weniger. Die Einladung. Erhard und Fritz haben im Jazzclub zwei Mädchen, Ute und Lore, kennengelernt und möchten sich wieder mit ihnen treffen. Erhard hat Utes Telefonnummer und ruft sie an. Als das Telefon klingelt, hat Ute gerade Besuch von Lore. Hier Erhard Schneider. Ich möchte gern Ute sprechen. Ja, am Apparat. Ach, guten Tag, Ute. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Danke. Du, Fritz und ich gehen heute Abend wieder in den Jazzclub. Ist der Club denn wieder geöffnet? Ich meine nach dem Umbau. Was sagt sie? Sie fragt, ob der Club wieder geöffnet ist. Entschuldigung, Fritz war neugierig, er steht neben mir. Ja, der Club wird gerade heute Abend wieder eröffnet. Kommt ihr mit? Spielt dort nicht eine neue Band? Was fragt sie? Sie fragt, ob dort nicht eine neue Band spielt. Ja, die Rocking Babies. Die sind gut. Sag mal, haben die nicht mal im Fernsehen gespielt? Was ist jetzt los? Sie fragt, ob die nicht mal im Fernsehen gespielt haben. Ja. Und Schallplatten haben sie doch auch gemacht. Erzähl schon, und jetzt? Ach, sie fragt, ob sie auch Schallplatten gemacht haben. Klar haben sie Schallplatten gemacht. Nun, habt ihr nicht Lust? Moment, ich frage mal Lore. Sie ist gerade bei mir. Ich weiß nicht, ob sie Zeit hat. Was jetzt? Sie fragt Lore, ob sie Zeit hat. Es klappt. Holt ihr uns ab? Was hat sie gesagt? Sie ist einverstanden und fragt, ob wir sie abholen. Natürlich holen wir euch ab. Wo wohnen sie? War das wieder Fritz? Was sagt er? Ach, er fragt, wo ihr wohnt. Ach ja, das wisst ihr ja gar nicht. Wir wohnen beide Lilienstraße 88. Was sagt sie? Sie sagt, dass sie beide Lilienstraße 88 wohnen. Wie kommt man denn dorthin? Was fragt er jetzt? Er fragt, wie man dorthin kommt. Ihr könnt mit dem Bus 52 zu Maria-Hilfplatz fahren. Dann habt ihr nur noch wenige Schritte zu gehen. Prima. Und wann kommt ihr? Was jetzt? Sie fragt, wann wir kommen. Sagen wir um 8. Gut, um 8. Auf Wiederhören. Und vielen Dank für die Einladung. Finderlohn 250 Mark. Es läutet Sturm. Dieter öffnet und Günther stürzt herein. Günther, was ist denn mit dir los? Wo brennt's denn? Unser Auto ist gestohlen worden. Wo? Wann? Ja, das ist eine ganz dumme Geschichte. Mein Vater besuchte heute Vormittag einen Kunden und vergaß dort seine Mappe. Nach dem Mittagessen wollte er sie holen, weil er einige Papiere dringend brauchte. Er fragte mich, ob ich mitfahren wollte. Und ich fuhr natürlich mit. Der Kunde wohnte in der Schillerstraße. Wir fuhren direkt dorthin und parkten vor dem Haus. Im zweiten Stock nahm mein Vater sofort seine Mappe in Empfang und wir gingen wieder hinunter. Im ersten Stock schaute ich zufällig aus dem Fenster und da sah ich ihn. Wen hast du gesehen? Den Dieb. Er setzte sich gerade ans Steuer, in unserem Wagen. Wir rannten die Treppe hinunter und zur Tür hinaus und gerade in dem Augenblick verschwand der Wagen. Hast du den Dieb wirklich gesehen? Ja, es war ein junger Mann. Er trug eine Lederjacke und eine blaue Hose. Hast du auch sein Gesicht gesehen? Leider nur für einen Augenblick, als er sich in den Wagen setzte. Mir fiel nur auf, dass er unrasiert war. Wie konnte das nur so schnell geschehen? Das ist eben das Dumme. Als wir ins Haus gingen, hatte mein Vater den Schlüssel im Wagen stecken gelassen. Dann brauchte der Dieb also nur wegzufahren. Ja, und jetzt ist der Wagen weg. Und wir wollten ausgerechnet dieses Wochenende in die Berge fahren. Da kann man nur hoffen, dass er ihn bald wiederbekommt. Und das hoffe ich auch und... Na, das habe ich dir ja noch gar nicht gesagt. Mein Vater hat mir 250 Mark versprochen, wenn ich den Wagen wiederfinde. Hilfst du mir suchen? Klar, und wir mobilisieren die ganze Bande. Für 250 Mark können wir in den Weihnachtsferien einige Tage zum Skilaufen fahren. Eine halbe Stunde später fahren 8 Jungen durch die Straßen von München, um den gestohlenen Wagen zu suchen. Als Günther an der Universität vorbeifährt, trifft er Peter. Hör zu, Günther, ich habe eine Idee. Was ist denn? Schnell, wir müssen weiter. Mein Bruder ist doch Taxifahrer. Vielleicht können die Taxifahrer uns helfen. Sie kommen doch überall hin. Du bist ein Genie, aber glaubst du, dass sie das auch tun werden? Es werden ja jeden Tag so viele Autos gestohlen. Weiß ich, aber mein Bruder ist in Ordnung. Der schafft das bestimmt. Ich kann es wenigstens versuchen.
Komm, hier ist deine Telefonzelle. Hast du 2 Groschen? Ja, hast du die Nummer? Nein, aber die steht doch auf der ersten Seite im Telefonbuch. Ja, hier, 24 00 11. Hoffentlich ist er jetzt da. Guten Tag, hier spricht Peter Meier. Kann ich meinen Bruder Hans Meier sprechen? Vielen Dank. Ja, ich warte. Tag, Hans. Stell dir vor, der Wagen von Günthers Vater ist heute in der Schillerstraße gestohlen worden. Ja, vor 1,5 Stunden. Jetzt suchen wir ihn überall. Kannst du uns nicht helfen? Günthers Vater hat uns 250 Mark versprochen, wenn wir den Wagen finden. Dann können wir in den Weihnachtsferien in den Urlaub fahren. Ja, ich meine, ihr habt doch so viele Wagen mit Funk. Und ihr kommt doch überall hin. Ja, bitte. Günther, jetzt fragt er den Chef. Ja, prima, Hans. Du bist ein Prachtkerl. Günther, du sollst ihm den Wagen beschreiben. 1 Stunde später klingelt das Telefon bei Günthers Vater. Herr Schwarz nimmt den Hörer ab. Hallo, Vati. Ich bin's, Günther. Wir haben deinen Wagen gefunden. Wie sieht er denn aus? Alles in Ordnung. Keine einzige Beule. Und wo steht er? In der Amalienstraße hinter der Universität. Komm schnell, und die 250 Mark kannst du gleich mitbringen. 1 weitere Stunde später sitzen alle im Wohnzimmer bei Günther. Frau Schwarz hat Kaffee gekocht und auf dem Tisch liegen 250 Mark. Günther muss zum 6. Mal seine Geschichte erzählen. Vor ungefähr 1 Stunde kam Peters Bruder mit seinem Taxi durch die Amalienstraße. Plötzlich sah er den Wagen und verständigte seine Kollegen über Sprechfunk. Sofort kamen noch 3 weitere Taxis. Und als der Dieb losfahren wollte, versperrten sie ihm den Weg. Er sprang aus dem Wagen und wollte abhauen. Gerade in dem Augenblick kamen Fritz und ich um die Ecke. Und so haben wir ihn eben erwischt. Ganz einfach war es wohl nicht. Du hast auf jeden Fall ein schönes blaues Auge als Andenken. Ja, und 250 Mark. Fotos vom Winterurlaub. Tag, Karin. Hallo, Bärbel. Du, ich hab's sehr eilig. Wo brennt's denn? Ich habe meiner Mutter versprochen, ihre Fotos abzuholen. Wir haben ihr zu Weihnachten eine Kleinbildkamera geschenkt und heute sollen die ersten Bilder fertig sein. Kommst du mit? Ja, gerne. Guten Tag. Sind die Bilder für Frau Zimmermann fertig? Einen Moment bitte. Ich schaue nach. Frau Zimmermann, Kirchenstraße 17? Bitte, das macht 5,80 Mark. Vielen Dank. Bitte sehr. Sind das die Bilder von eurem Winterurlaub? Ja. Kann ich sie mal sehen? Natürlich. Hoffentlich sind sie gut geworden. Hier haben wir gewohnt. Das ist mein Zimmer und das ist das Zimmer meiner Eltern. Wessen Auto ist das? Das? Komisch. Das ist der Wagen eines jungen Engländers. Der wohnte im Zimmer neben mir. Ein netter Kerl übrigens. Ich verstehe aber nicht, warum Mutti sein Auto fotografiert hat. Das ist doch klar. Schau mal. Da links sieht man den Arm eines kleinen Mädchens. Und du meine Güte, da hat sie schlecht gezielt. Das ist die Hälfte meiner kleinen Schwester. Tatsächlich. Aber hier wird es noch besser. Das Bild finde ich nun weniger komisch. Warum denn? Ein Kaschier in einem Schneehaufen? Ja, das ist mir nun wirklich peinlich. Das sind nämlich meine Skier. Aber in dem Moment hatte ich sie noch nicht abgeschnallt. Aller Anfang ist schwer. Was? Die Lawine. Am 2. Ferientag wollten die Jungen zum nächsten Dorf fahren, wo es eine Skischanze gab. Sie wollten den ganzen Tag wegbleiben und hatten sich deshalb beim Frühstück Butterbrote gemacht. Am Abend vorher hatten sich Dieter und Günther den Weg auf der Karte angesehen und dann den Wirt um Auskunft gebeten. Aber der hatte ihnen einen anderen Weg empfohlen. Ihre Route war, wie der Alte gesagt hatte, zu gefährlich, wegen Lawinengefahr. Sie sollten zuerst durch den Wald fahren und dann am Fluss entlang. Diese Strecke war zwar länger, aber lawinensicher. Am nächsten Morgen waren alle sehr ausgelassen und begannen die Fahrt mit einem Wettlauf. Sie standen jetzt schon sicherer auf den Brettern. Der gestrige Tag war also nicht umsonst gewesen. Günther fühlte sich schon so fit, dass er in vollem Tempo über eine Bodenwelle fuhr und ein paar Meter durch die Luft flog. 3/4 Stunden später hielten sie an einer Wegabzweigung an. Hier wollen wir nach rechts abbiegen und dann durch das Tal dort fahren. Das ist der kürzeste Weg.
Eben, das sollen wir doch nicht. Heute früh hat mir der Wirt noch erzählt, dass in dem Tal vor 2 Jahren ein paar Skiläufer unter einer Lawine begraben wurden. Da fahren wir nicht lang. Naja, ist mir auch egal. Aber ich möchte doch gern mal sehen, wie es in dem Tal da aussieht. Kommt ihr mit? Na also. Wenn alle mitfahren, bleibt mir ja auch nichts anderes übrig. In wenigen Minuten waren sie unten. Da hast du's, Dieter. Nicht alle Skiläufer sind solche Angsthasen wie du. Was sagst du da? Siehst du die beiden da drüben? Wo? Da links von der Hütte. Ja, jetzt sehe ich sie. Hast du dein Fernglas dabei? Moment. Hast du eine Ahnung, wer das ist? Nee. Woher soll ich denn das wissen? Stell dir vor, das sind die beiden vom Gasthaus. Sie kommen direkt auf uns zu. Wirklich? Auweia. In dem Augenblick setzten sich hoch oben an der Felswand die Schneemassen in Bewegung und eine Lawine raste talwärts auf die Mädchen zu. Bäume und Büschel wurden unter dem Schnee begraben. Die Jungen standen wie gelähmt. Entsetzt mussten sie mit ansehen, wie die Lawine die Mädchen einholte. Einige Sekunden später war alles vorbei. Los, sofort hin! Vielleicht leben sie noch! Halt! Das ist sinnlos! Im Dorf gibt es eine Bergwacht. Die haben auch einen Lawinenhund. Lauft voraus, ich hole die Rettungskolonne. Aber seid vorsichtig. Mach schnell! Völlig verstört stürzte Günther zur Unglücksstätte. Die anderen hinter ihm her. Verzweifelt begannen sie, nach den Mädchen zu suchen. Sie hatten Glück. Sie fanden die beiden schon nach wenigen Minuten. Sie waren nur vom Rand der Lawine erfasst worden und kurz bewusstlos gewesen. Dann hatten sie versucht, sich mit eigenen Kräften zu befreien. Jetzt, wo alles überstanden war, weinten sie hemmungslos und hatten sich auch noch nicht beruhigt, als sie später von der Rettungskolonne ins Krankenhaus gebracht wurden. Am nächsten Tag brachte die Zeitung ein Interview mit Günther. Unter seinem Foto war zu lesen: Der junge Münchner Günther Schwarz rettete gestern 2 Mädchen vor dem weißen Tod. Günther war stolz. Aber schon ein paar Tage später waren die Mädchen wieder groß in Form. Um ihre Dankbarkeit zu beweisen, schickten sie ihm das Buch »Kleine Skifibel für Anfänger«. Ein Redakteur erzählt. Na, Dieter, wie geht's mit der Schulzeitung? Wann erscheint die erste Nummer? Das weiß ich noch nicht. Wir hatten geplant, die erste Nummer am 15. Februar erscheinen zu lassen. Wir schaffen es aber nicht. Warum denn nicht? Weil die Reporter zu langsam arbeiten. Der Klassenkamerad, der die Sportseite schreiben sollte, hat bis jetzt nur 5 Zeilen abgeliefert. Und das Mädchen, das einen Modeartikel liefern sollte, hat bisher überhaupt noch nichts zu Papier gebracht. Nur das Interview, das Günther mit Karl gemacht hat, ist ganz fertig. Und das können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. Ein Artikel, der 2 Monate alt ist, interessiert doch nicht mehr. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich tun soll. Es gibt doch viele, die gerne etwas schreiben wollen, wenn man sie nur darum bittet. Wer denn zum Beispiel? Die beiden neuen Mädchen, die bei Meyers wohnen. Okay, ich werde sie morgen fragen. Weißt du sonst noch jemand, den ich fragen kann? Ja, vielleicht. Wen denn? Ach so, jetzt verstehe ich. Hast du denn selbst eine Idee, Monika? Nicht nur eine Idee, Herr Redakteur. Hier sind vorläufig 2 Seiten. Und morgen bekommst du eine Seite mit Witzen und ein Kreuzworträtsel, das ich selbst gemacht habe. Na, was sagst du jetzt? 7:45 vor dem Kino? Abgemacht. Und du bezahlst. Renate geht zum Film. Renate, Telefon für dich. Ich komme schon. Wer ist denn dran? Inge. Guten Tag, Inge. Das ist vielleicht eine Überraschung. Wie geht's dir denn da in der neuen Schule? Vermisst du uns nicht? Offen gestanden, ja. Die Leute hier sind natürlich auch ganz nett. Aber ich habe noch nicht den richtigen Anschluss gefunden. Und die Lehrer kenne ich auch noch nicht alle. Warum kommst du denn nicht mal wieder bei uns vorbei? Seit 2 Monaten bist du schon weg und hast dich immer noch nicht gemeldet. Übrigens, nächsten Sonnabend habe ich ein paar aus der Klasse eingeladen. Kommst du auch? Ja, gern. Aber ich habe dich nicht angerufen, um eingeladen zu werden. Das brauchst du doch nicht extra zu sagen. Hör endlich mal zu. Ich wollte dich einladen. Und zwar für morgen. Stell dir vor, ganz in der Nähe wird hier ein Film gedreht.
Ein Krimi fürs Fernsehen. Finde ich toll. Wer spielt mit? Horst Köbinger und Lieselotte Neuburg. Wirklich? Ja, und es kommt noch besser. Da sind ein paar kleinere Rollen noch unbesetzt. Und wir beide können mitmachen. Mit dem Regisseur habe ich schon gesprochen. Der wohnt nämlich gleich hier um die Ecke. Na, was sagst du nun? Ich bin platt. Erzähl schon, wo ist das und wann? Die Neuburg muss schon am Montag in Rom sein. Da macht sie noch einen anderen Film. Also müssen wir am Wochenende drehen. Morgen früh um 9 geht's los. Hol mich um 8 ab. Dann sind wir früh genug da. Du kommst doch, oder? Klar. Das heißt, nein, ich muss erst meine Mutter fragen. Ich rufe da noch einmal an. Tschüss. Tschüss, Renate. Bis dann. Schon um 8:30 waren die Mädchen am Drehort, einer vornehmen Villa in einem großen Garten direkt am Waldrand. Die Techniker waren längst da. Die Kameras waren aufgestellt und überall lagen Kabel. Hinter der Garage standen zwei große Wohnwagen, die wahrscheinlich als Garderobe verwendet wurden. Bald fuhren die ersten Schauspieler vor. Plötzlich stieß Inge Renate an. Die beiden Hauptdarsteller stiegen aus einem Rolls-Royce. Köbinger bemerkte sie und winkte lächelnd zu ihnen herüber, als er in den Wohnwagen ging. Na, Mädchen, alles in Ordnung? Ja, Herr Kuhlmann. Darf ich Ihnen meine Freundin Renate vorstellen? Angenehm. Also, wir beginnen in 5 Minuten. Ihr geht die Straße entlang. Genau wenn ihr dort an der Gartentür seid, hört ihr vom Haus her einen Schuss. Ihr bleibt stehen und schaut zum Haus hin. Aber es ist nichts mehr zu hören. Ihr bekommt Zweifel. Vielleicht war das gar kein Schuss. Ihr betrachtet noch einmal das Haus, zuckt die Achsel und geht weiter. Habt ihr das verstanden? Ja, schon. Aber ist das alles? Im Moment ja. Ihr geht jetzt also zur Straßenecke und kommt dann zurück. Die kleine Szene wurde nach mehreren Proben gedreht. Der Kuhlmann war zufrieden. In 4 bis 5 Stunden seid ihr nochmal dran. Jetzt ist es 9:30, also spätestens um 1 müsst ihr wieder hier sein. Habt ihr gehört? Können wir nicht hierbleiben? Wir möchten gern zuschauen. Natürlich geht das, wenn ihr uns nicht im Wege steht. Und bitte kein Wort, wenn wir drehen. Eine Szene nach der anderen wurde mehrmals probiert und dann aufgenommen. Die Zeit verging wie im Fluge. In einer Szene wurde die Neuburg aus dem Rolls-Royce ins Haus getragen. Ihre Hände waren gefesselt. In einer anderen stürzte sie aus der Kellertür, lief auf den Wald zu und ein schwarz gekleideter Mann verfolgte sie. Erst nach einiger Zeit erkannten die Mädchen in ihm den Schauspieler Walter Vogts. In der letzten Szene musste Horst Köbinger eine gefährliche Kletterpartie auf das Dach unternehmen, um schließlich durch ein Dachfenster wieder ins Haus zu gelangen. Den Mädchen stockte der Atem, als der Schauspieler plötzlich einen halben Meter das Dach hinunterrutschte. Zum Glück gelang es ihm, den Rahmen des Dachfensters zu ergreifen, und so konnte er sich wieder hinaufziehen. Herr Kuhlmann stand nicht weit von den beiden Mädchen entfernt, und sie hörten ihn halblaut zum Kameramann sagen: Jetzt kapierst du vielleicht besser, warum ich gerade mit dieser Szene bis zum letzten Tag warten wollte. Am späten Nachmittag kamen die beiden Mädchen wieder an die Reihe. Diesmal sollten sie einen Handschuh, den sie auf der Straße gefunden hatten, auf den Zaun legen. Als diese Szene fertig war, ließ sie Herr Kuhlmann rufen. Morgen brauche ich euch wieder und dazu noch ein paar Jungs. Bringt also 2 nette Freunde mit. Ihr sollt mit ihnen im Wald spazieren gehen. Sagt ihnen, sie bekommen eine anständige Gage. Ein Sternchen wird entdeckt. Auf dem Heimweg unterhielten sich die Mädchen über die zurückliegenden Stunden. Im Vordergrund stand natürlich das Problem, wen sie für morgen einladen sollten. Plötzlich machte Inge ein bedenkliches Gesicht. So einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, ist es nicht, Renate. An die Konsequenzen haben wir überhaupt noch nicht gedacht. An was für Konsequenzen? Erstens wissen wir nicht, was dieser Herr Kuhlmann sich unter Spazierengehen vorstellt. Und zweitens wird die ganze Gegend bald wissen, mit wem wir zusammen waren. Schließlich wird der Film im Fernsehen gezeigt. Mensch, stimmt. Aber nein, können wir immer noch sagen. Ob wir tatsächlich bloß spazieren gehen sollen? Was meinst du? Keine Ahnung.
Vielleicht sollen uns die Jungen einen Kuss geben. Und dann? Würdest du dich küssen lassen? Auf keinen Fall. Das heißt, 75 Mark pro Tag sind auch nicht zu verachten. Und Dieter, was sagt der dazu? Kein Problem, der macht mit. Und du? Wen hast du? Oder soll ich Günther fragen, ob er mitkommt? Ja, warum denn nicht? Von Inges Wohnung aus riefen sie die beiden Jungen an, die von dem Vorschlag begeistert waren. Am nächsten Vormittag trafen sich die vier an der Stelle, wo die letzten Szenen des Fernsehfilms gedreht werden sollten. Seit dem frühen Morgen hatte man schon einige Einstellungen gefilmt und jetzt saßen die Schauspieler und Techniker an einem Tisch bei Kaffee und belegten Brötchen. Schüchtern wollten sich die vier an ihnen vorbeidrücken, aber Herr Kuhlmann hatte sie schon gesehen. Morgen, wollt ihr keinen Kaffee? Na also, kommt schon her. Die vier sahen sich verlegen an, dann zuckte Günther mit den Schultern und ging zum Tisch. Die anderen folgten. Renate wurde verlegen, als sie sah, dass der einzige freie Platz neben dem Hauptdarsteller war. Der begrüßte sie freundlich und plötzlich war sie gar nicht mehr schüchtern. Auch Günther, der neben der Hauptdarstellerin saß, war zu Anfang schweigsamer, als es sonst seine Gewohnheit war. Aber bald hatte er sich an die Gesellschaft der berühmten Stars gewöhnt und war in lebhaftem Gespräch. Plötzlich sah der Regisseur auf seine Uhr. Mein Gott, schon 9:30. Los, Leute. Lottchen, du bist dran. Wie lange brauchst du, bis du fertig bist? Keine 5 Minuten. Wunderbar. Franz, kannst du gleich anfangen? Sei so nett und sag den Kameraleuten Bescheid. Schönen Dank. Und ihr vier hört jetzt mal zu. Ihr seid gleich dran. Gestern haben wir eine Szene gedreht, wo Frau Neuburg aus der Villa hier flüchtet und Herr Fuchs sie verfolgt. Er ist im Film ein internationaler Gangster. Jetzt wollen wir die letzte Szene drehen. Danach ist Schluss. Zuerst ein paar Meter Film, Waldaufnahmen. Alles ruhig, 2 junge Paare eng umschlungen. Das seid ihr. Verliebt spielen, das könnt ihr doch schon, oder? Frau Neuburg, im Film heißt sie übrigens Julia, stürzt auf euch zu und Herr Turini, also Herr Fuchs, ist ihr auf den Fersen. Die Kamera schwenkt blitzschnell und folgt ihnen, während sie an euch vorbeihasten. Dort hinten, wo der Waldweg hinter den Fichten verschwindet, holt er sie ein und wirft sie auf den Boden. Es gibt einen kurzen Kampf, dann reißt sie sich von ihm los und läuft in Richtung Straße. Sie hat Glück, denn ein Fahrer hält an und nimmt sie mit. Unser Gangster läuft ihr nach, er erreicht sie nicht mehr. Also, Renate und Dieter, ihr stellt euch bei den Eichen dort auf. Inge und Günther, ihr beide geht etwa 100 Meter weiter. Seht ihr da den großen Stein? Da bleibt ihr stehen. Wenn ich ein Zeichen gebe, umarmt ihr euch. Aber innig, sonst wirkt es nicht. Günther und Inge setzten sich auf den Stein und sahen sich verlegen an. Plötzlich hatten sie Bedenken. Niemand sagte etwas. Günther brach das Schweigen. Also dann an die Arbeit. Ja, vergiss nur nicht deinen Stundenlohn. So habe ich das doch nicht gemeint. Weiß ich doch. Aber komisch ist das schon, vorm helllichten Tag. Sag ich doch. Die Stimme des Regisseurs tönte herüber. Günther legte vorsichtig den Arm um Inge und als sie sich zu ihm hinwandte, drückte er ihr schnell einen Kuss auf den Mund. Genauer, auf die Nasenspitze, denn Inge hatte nicht stillgehalten. Zielen musst du auch noch lernen. In diesem Augenblick kam Julia angelaufen, ihr Verfolger kurz hinter ihr. Günther und Inge verfolgten sie mit den Blicken. An der verabredeten Stelle bei den Fichten war Julia eingeholt und ein wilder Kampf begann. Gerade in dem Moment bog ein alter blauer Volkswagen um die Fichten. Der Fahrer hatte die Streitenden erblickt, hielt an, sprang aus dem Wagen und war mit wenigen Schritten bei den Schauspielern, um die Dame vor dem vermeintlichen Verbrecher zu retten. Er packte Herrn Fuchs an der Schulter, aber der versetzte ihm einen Stoß, der den Retter zu Boden warf. Eine junge Dame, die inzwischen aus dem Wagen gestiegen war, sah voller Schrecken ihren Begleiter zu Boden fallen. Sie stürzte sich mit ihrem Regenschirm in das allgemeine Durcheinander und ließ ihn mit ganzer Kraft auf den Kopf von Herrn Vogts niedersausen. Ernst, bist du verrückt? Das ist Herr Vogt, wir filmen doch hier. Die Schauspieler staunten nicht schlecht, als sich herausstellte,
dass Günther das schlagkräftige Paar aus dem alten Volkswagen kannte. Und wie kam das alles? Günther hatte seinem Vetter Ernst am Abend vorher von den Filmaufnahmen erzählt und ihn neugierig gemacht. Daraufhin hatten Ernst und Inge beschlossen, sich die Dreharbeiten anzusehen. Aber sie hatten die Stelle nicht finden können, wo die Aufnahmen stattfanden. Enttäuscht kehrten sie wieder um und wurden auf der Heimfahrt Zeuge des brutalen Überfalls. Jetzt saßen sie mit Inge, Renate und den beiden Jungen zusammen und wussten nicht recht, was geschehen sollte. Denn Herr Vogt war inzwischen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ernst ging auf Herrn Kuhlmann zu. Mein Name ist Schwarz. Entschuldigen Sie, Herr Kuhlmann. Die ganze Angelegenheit ist uns wahnsinnig peinlich. Hoffentlich ist Herr Vogt nicht ernsthaft verletzt. Ja, das hoffe ich auch. Also, Herr Schwarz, die Sache ist nun einmal passiert und wir wollen das Beste daraus machen. Ich habe soeben mit unserem Kameramann gesprochen. Er hat Ihren Befreiungsversuch in seiner ganzen Länge auf dem Film und meint, dass die Szene was geworden ist. Also, wir lassen Sie drin, so wie sie jetzt ist. Frau Neuburg wird von Ihnen gerettet. Wie finden Sie das? Toll, nicht wahr? Wir ändern einfach das Drehbuch an der Stelle ab. Allerdings müssen Sie die Dame jetzt noch sicher nach München bringen. Das alles kommt in den Film. Vielleicht werden Sie noch berühmt. Ja, aber... Kein Aber. Wir machen jetzt ein paar Großaufnahmen von Ihnen, dann drehen wir, wie Sie Frau Neuburg in den Wagen helfen und zum Schluss noch ein paar Schnappschüsse von München. Sagen wir, vor dem Dom steigt Frau Neuburg aus dem Wagen und bedankt sich bei Ihnen. Damit endet der Film. Wie finden Sie das? Ja, aber... Immer noch nicht begeistert? Mann, Sie kommen auf die Rollenliste, erscheinen im Programm und werden vielleicht entdeckt. Aber eine Gage bekommen Sie dafür nicht, damit wir uns richtig verstehen. Na schön, ich habe nichts dagegen. Ein Brief. Liebe Ute, lieber Peter, schönen Dank für euren letzten Brief. Hier ist inzwischen etwas Tolles passiert. Ich habe eine ganz kleine Rolle in einem Fernsehfilm bekommen, in dem auch Horst Köbinger und die Neuburg mitspielen. Und ich habe mit den beiden sogar Kaffee getrunken. Als Renate und ich gestern zum Drehort kamen, saßen alle Schauspieler an einem Tisch bei schwarzem Kaffee und belegten Brötchen. Sie luden uns ein und bald waren wir in lebhaftem Gespräch. Stellt euch das mal vor. Nach dem Kaffee sollten Renate, Dieter, Günther und ich zwei junge, verliebte Paare spielen. Walter Vogts sollte in dieser Szene die Neuburg überfallen. Aber es kam ganz anders. Gerade als er sie eingeholt hatte, tauchte plötzlich ein blauer VW auf. Ein Mann sprang heraus und war mit wenigen Schritten bei den Kämpfenden. Vogts rief, aber junger Mann, was? Weiter kam er nicht, denn im selben Augenblick ließ eine junge Dame, die auch in dem Wagen gesessen hatte, ihren Regenschirm mit ganzer Kraft auf den Kopf des armen Schauspielers niedersausen. Herzliche Grüße, eure Inge. Weißt du, wie viel der Köbinger für diesen Film bekommt? Keine Ahnung. Ziemlich viel wahrscheinlich. Rate mal. So 10.000 Mark, oder? Nee, falsch geraten. Und jetzt halte dich fest. 40.000 Mark. Das habe ich soeben von Herrn Kuhlmann erfahren. Du meine Güte. Was würdest du tun, wenn du 40.000 Mark hättest? Das weiß ich wirklich nicht. Ich würde mir einen rasanten Sportwagen kaufen. Wenn ich reich wäre, würde ich eine Weltreise machen. Es wäre schön, wenn man zum Beispiel mal nach Japan oder Indonesien fahren könnte. Ich glaube, ich würde das Geld sofort auf die Bank bringen. Später würde ich dann in aller Ruhe überlegen, was ich damit anfangen sollte. Wenn man so viel Geld hätte, müsste man wohl zuerst einen Teil davon auf die Bank bringen. Für den Rest könnte man sich gleich etwas kaufen. Klar, du hast recht. Das würde ich zum Beispiel auch tun. Zuerst würde ich mir etwas zum Anziehen kaufen. Ich auch.